Hallihallo, einen wunderschönen. Ach, Jungs. Jetzt aber. Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend. Wenn die Technik wieder versagt, ne? Willkommen zu den Weekly Classics. Wieder mal ohne die Classics, wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt. Wir gucken uns heute Pacific Drive an, aber bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, erstmal grüßen alle, die ich hier schon entdeckt habe. Alles da sind eine Menge. Fette Katze, Old Man. Wüsten ist natürlich da und du kriegst natürlich noch für diese riesen fette Aktion noch einen kleinen Audio-Dings da. Pass mal auf, was machen wir denn? Ich mach mal was Besonderes. Wer ist mit dem? Ich hoffe, man hört's. Erinnerst dich vielleicht noch, hatten wir vor ein paar Wochen erst, ne? Nochmal vielen Dank dafür. Das ist wirklich sehr, sehr, kommt sehr gerne an. Vielen Dank. Wann haben wir denn noch? Elephants natürlich. Glenn Dato ist mit dabei. Hellraiser fehlt auch nicht. Captain Future, Miriam, Snow Falcon. Hoffentlich habe ich es richtig gelesen. Richtig betont. Wann haben wir denn noch? Xontek natürlich. Bruska. Queensway ist mit dabei, Morgoth natürlich und Hog Darkleiter. Einen schönen guten Abend euch allen zusammen. Und ja, wie gesagt, leider keine Classics heute, weil aus aktuellem Anlass möchte ich machen, solange es noch halb haben, mein Schüler. Ehrlich, ja, geht schon wieder rund. Will ich Pacific Drive angucken, solange das noch halbwegs interessant ist und Force zu langweilig wird. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse dran, vielleicht hat es der ein oder andere schon selber gespielt und da reingeguckt. Und ich habe es mir vor 10 Tagen geholt, ist auch schon wieder, ja, über eine Woche alt und habe es mal angespielt und habe so eine kleine Hassliebe entwickelt zu dem Teil. Ist entwickelt von Ironwood Studios, sagt mir jetzt gar nichts, keine Ahnung, was sie sonst so gemacht haben. Auf jeden Fall, ja, es ist kein Early Access, was dieser Tage ja total ungewöhnlich ist. Das Ding ist offiziell final. Bis auf natürlich ein paar Patches, die möglicherweise kommen, aber es ist kein Early Access. Das ist wirklich alles schon durch und ist in Release-Version. Das gibt es total selten. Ja, zumal es so jung ist, gibt es leider nicht so viel dazu zu erzählen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das einfach an. Mal schauen, ob das alles so tut, wie erwartet. Da-da-da-dam. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es mal. Ich hoffe noch immer. Nein. Ihr müsst eigentlich schon was sehen. Oder aber nicht. Das ist interessant. Das hatte ich schon mal die Tage. Ah, jetzt. Jetzt ist da. Gut. Ist interessant. Also der Vorspann ist wohl in einem anderen Grafikmodus, den OBS nicht kriegt, aber das Spiel selber ist dann da. So, gehen wir mal rein. Ich habe schon ein bisschen angespielt und bin schon ein bisschen weiter, also nicht wundern. Dann gucken wir da mal rein. Und dann versuche ich ein bisschen zu erklären, falls ihr noch Erklärung braucht oder falls nicht. Mal schauen. So. Schon passt hoffentlich. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen zu laut. Hintergrundmusik. Okay, also das ist hier unser Schatz, unser Sportwagen. Kurz zu der Geschichte: Ihr werdet hier auf einer, ihr fahrt an auf einer Insel, auf der Olympic Peninsula, auf der Olympischen Halbinsel im Nordwesten von Amerika rum in einer fiktiven Zeit. Ich weiß gar nicht, wann es losgeht. Und plötzlich werdet ihr da, da ist so ein riesen Sperrgebiet und werdet plötzlich reingezogen und kommt in so einer Parallelwelt raus. In der lauter Anomalien, sprich komische Phänomene etc. unterwegs sind und ihr kriegt dann von ein paar Auftraggebern über Radio Befehle mit, da irgendwelche Dinge zu erledigen. Nicht Befehle, Aufträge. Und ja, ihr befindet euch ursprünglich immer erst hier in dieser Werkstatt. Das ist im Prinzip ein Hub, wo man sein Fahrzeug aufrüsten kann. Ihr seht da, wie gesagt, da habe ich schon viele tolle Dinge dran gemacht inzwischen und da bereitet euch quasi für die nächste Mission vor. Ihr könnt nur hier in der Werkstatt speichern. Wenn ihr nachher unterwegs seid, ist das Speichern gar nicht mehr möglich.
Wenn ihr Pech habt, ist durchaus denkbar, ihr seid eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs und plötzlich läuft was schief und ihr werdet wieder zurückgebeamt in die Werkstatt, ohne euer Ziel erreicht zu haben. Ich war so frei und habe es mit den Einstellungen irgendwann mal ein bisschen reduziert vom Schwierigkeitsgrad her, weil das hatte so manchen Frustmoment mit sich. War nicht immer ganz, ganz witzig. Meistens ist es dann so, dass man den Auftrag nicht schafft und nicht nur das. Das Auto ist dann komplett in einem kurz miserablen Zustand und man ist erstmal 20 Minuten damit beschäftigt, seine Büchse wieder zu reparieren und damit überhaupt in der Lage zu sein, die nächste Mission zu machen. Hier mal kurz zur Erläuterung. Hier habt ihr eine Übersicht über das Fahrzeug im Zustand. Da ist jetzt alles richtig schön blau, alles gut. Das seht ihr links, die ganzen Teile, das ist jeweils so ein Element. Alles blau heißt gut. Wenn es mal ein Problem gibt, dann wird es gelb. Wir sehen hier am hinteren linken Fenster haben wir diesen gelben Punkt. Da ist irgendeine Macke mit oder ein Problem mit dem mit der Tür. Ja, wir sehen unten diesen gelben Symbol. Das heißt, hat die Scheibe irgendwo einen Riss und ist genau hier. Das wäre deswegen wahrscheinlich nicht ganz dicht, wenn es dumm läuft. Und wir sind in der Umwelt gefahren, ein Stück weiter ausgesetzt, aber das ist weniger dramatisch. Werde nachher noch bestimmt sehen. Hier sind wir in der Mitte so, was alles schon aufgerüstet ist. Den Motor habe ich leider immer noch den normalen drin. Freigeschalten habe ich schon länger einen höherwertigen. Fehlen noch ein paar Teile, um den einzubauen. Das ist wirklich ein bisschen blöd manchmal, Ressourcen zu kriegen, die man braucht. Spezielle Ressourcen. Einfache Ressourcen kriegt man im Übermaß. Das sehen wir hier in meine Schränke da. Da habe ich auch schon ein paar freigeschalten. Alles voll bis in Anschlag. Das ist nur einer von vielen. Da hinten ist nur einer. Der kleine ist auch noch. Ne, der ist noch leer. Da hinten sind noch ein paar. Der Koffer ist fast voll. Ja, da kriegt man schon eine Menge, was man zusammensammelt. Genau, das ist das. Da habe ich im Prinzip, sehe ich, dass ich auf der Rückbank noch eine Batterie eingebaut habe. Ich habe nochmal einen Zusatzbenzintank an der Seitenwand montiert. Ich habe hinten einen Blitzablader, mit dem ich die Batterie bei Blitzen aufladen kann. Ich habe einen Ressourcenscanner. Ich habe noch Ladegerät für Batterie, die Feuchtigkeit entnimmt und die in Energie umwandelt. Und noch eins für Wind. Also das, was wir hier sehen, das ist das Windteil. Das ist cool, das lädt sich auch, wenn man relativ schnell fährt. Das ist das Teil, das Wasser absorbiert. Dann haben wir hier diesen Blitzableiter, sodass man sich auch mal freuen kann, wenn man einen Blitzschlag bekommt. Oben ist der Ressourcenscanner, da kann man die Umgebung der Ressourcen scannen. Und hier haben wir den zweiten Benzintank, den man ab und zu dann noch braucht. Dann haben wir eine Tanksäule, können wir damit wieder tanken. Wunderbar, soweit ist gut. Um das Fahrzeug dann aufzumutzen etc. gibt es hier diese schöne Werkbank, wo man dann alles mögliche machen kann. Das sind zum Teil Werkzeuge, was wir hier drin haben. Dann gibt es hier Reparatursets, die man immer wieder mal braucht. Türen, da kann man verschiedene Varianten freischalten und die dann bei Bedarf einbauen. Stahlplatten oder Platten generell mit verschiedenen Fokus. Da gibt es Stoßstangen, Reifen ist ganz wichtig. Die Offroad-Reifen sind sehr toll, dass man mal durch die Pampa fahren kann. Vor allem seht ihr später, muss irgendwann durchs Portal flüchten, dann ist mit Offroad-Reifen deutlich besser zu fahren. Die Scheinwerfer kann man aufrüsten, die sind dann mal verdammt wichtig, weil viele Abschnitte laufen in Dunkelheit ab. Denn zusätzliche Tanks kann man bauen. Wie gesehen haben wir einen dran. Man kann ja auf der Rückbank, könnte ich auch noch mal einen mit einbauen, wenn ich es wollte. Batterien kann man zusätzlich bauen. Ich habe da auf der Rückbank noch eine Zusatzbatterie, weil es manchmal ein bisschen knapp wird, vor allem wenn es viel durch Dunkelheit fährt. Die Hochleistungsbatterie würde ich sehr gerne bauen, aber da fehlt mir noch Plasma. Ja, Plasma ist irgendwie immer zu wenig da, weil man das bei vielen Bauplänen braucht. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es unterwegs noch zwei oder mehr Plasma zu besorgen. Dann kann ich mir mal eine höherwertige Batterie einbauen, die ein bisschen länger hält. Ja, Motor habe ich alle schon freigeschalten. Mir fehlen allein die Ressourcen, dass ich es bauen kann. Eine Gasflasche, keine Ahnung, wo ich die jetzt wieder herbekomme. Muss mal gucken, ob wir unterwegs eine finden. Hallo Xerogrün, einen schönen Abend. Und Yudoka ist auch da, einen schönen Abend. Auch an dich natürlich. Stauraum gibt es hier zusätzlich, kann man aufräumen. Da läuft vielleicht mal hin reingucken. Der Kofferraum. Genau. Hier habe ich unterwegs eine Werkmatte mit dabei, wo ich so bei Bedarf unterwegs was bauen kann, wenn irgendwas kaputt geht, zum Reparieren oder um Ersatzteile herzustellen. Hier habe ich noch eine Kiste, wo ich ein bisschen was transportieren kann.
Da habe ich hauptsächlich Ersatzmaterial drin und da vorsichtshalber ein bisschen Material, falls ich was bauen muss, Medkits etc. ist schon ziemlich voll, weshalb ich vielleicht, also bisher hat es immer mehr oder weniger gereicht. Ich könnte mir überlegen, ich habe hier schon hier vorne den zweiten Dachträger vorbereitet, aber noch nichts eingebaut. Da könnte ich möglicherweise noch ein bisschen Stauraum erweitern. Ich musste im Januar bei meinem Auto die Batterie tauschen lassen. Das war kein Spaß. Ich glaube, am Batterietauschen an einem modernen Auto heute ist tatsächlich ziemlich knifflig, weil da alles, was irgendwie elektrisch ist, plötzlich vergisst, dass es zum Auto gehört. Stimmt's? Irgendwas in der Art. Wahrscheinlich Schlüssel vielleicht, dann irgendwie die Startelektronik etc. Abschwimmen vom Vergaser etc. Da hängt dermaßen viel dran, das ist knifflig geworden. Verdammt knifflig. So, zu. Heiß, ja, ja. Ja, okay. Autofahren wird langsam zum Luxus, ne? Wir haben uns langsam an die hohen Preise gewöhnen dürfen. Ja, hier habe ich so ein komisches Faxgerät, wo ich immer wieder seltsame Nachrichten bekomme, mit denen ich noch gar nichts anfangen kann. Spielt hier zum Beispiel 1968, das ist schon 55 Jahre her. Bam. 56 inzwischen. Ah. Hier ist so ein Teil, mit dem kann ich Schrottteile recyceln und kriege dann zum Teil neue Parts. Der SK, vielen Dank für ein Abo. 29 Monate. Boah, oh Mann, wie die Zeit vergeht. Ladegerät anschließend an die Überbrückungspunkte. Ja, irgendwie so musste tricksen. Dem SK noch ein Dankeschön fürs für die 29 Monate. Habe ich es mir gerade geschaltet. So, jetzt bin ich wieder da. Hier gibt es noch einen Teil, da kann man manche Gegenstände reparieren, aber nicht alles. Also ein Blattpulver so kriegst du damit nicht gebacken. Hier habe ich so ein Rohpostsystem, das verstehe ich nicht so ganz, wie es funktioniert. Das ab und zu halt mal kommt da über die Auftraggeber was rein. Die Fertigungsmaschine ist sehr, sehr wichtig, weil hier kann ich neue Baupläne freischalten. Dazu brauche ich meistens irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, also irgendwas, was ich schon haben muss. Ich brauche immer eine Handvoll Materialien und ich brauche Energieformen. Das werden wir noch sehen, wenn wir nach rausgehen. Da gibt es so Leuchttürme mit verschiedener Art von Energie. Da gibt es normale, stabile Energie, die ist gelblich. Dann haben wir die labile Energie, die ist so orange. Und es gibt noch die, wie heißt die andere, kaputte? Nee, Quatsch. Müssen wir mal schauen. Ach, das sehen wir hier noch gar nicht. Beschädigte Energie, das ist die dritte Energieform. Und die muss man sammeln und die höherwertigen Energieformen gibt es im inneren Bereich von der Karte, da gucken wir nachher mal gleich drauf. Und auch da, ja, das sind halt die anspruchsvolleren Regionen, wo dann gerne mal was schief geht. Wo du mehr Umweltgefahren hast und wo alles ein bisschen kniffliger ist. Ein bisschen was haben wir schon freigeschalten, aber wie gesagt, ich komme mit dem Freischalten bin ich tatsächlich meistens schneller wie mit dem Bauen, weil das ein Tick einfacher ist, als bestimmte seltene Ressourcen zu besorgen. Aber es wird zu langsam. Also das ist ganz wichtig, wenn man da einfach sich dann weiterentwickelt. Ach, hier haben wir die Übersicht, genau, Stable. Da habe ich noch einiges, da habe ich so viel, das kriege ich, brauche ich gar nicht mehr. Unstable habe ich noch ziemlich viel und korrupt, da bei den meisten Plänen bin ich jetzt bei dieser eben korrupten Energie angekommen, die ja, ist noch ein bisschen aufwendig. So viel dazu. Hier ist noch eine Station, da kann ich mir noch Kleidung und Schutzkleidung für mich selber, für den Körper bauen. Habe ich bisher noch gar nichts gemacht. Das ist, wenn ich aus dem Auto rausgehe und ein bisschen durch die Gegend laufe, kann ich mich damit besser schützen gegen bestimmte Umweltgefahren. Oder einen größeren Rucksack kann ich mir machen. Wenn ich mal 200 Sumpfkorallen zusammen hätte, dann wäre das sicherlich möglich. Bei den Sumpfkorallen war ich aber noch nicht oft. Und du musst jede Sumpfkoralle einzeln von so einer Art Pflanze einsammeln, du kriegst den Vogel. Mal gucken. Vielleicht sehen wir ja heute noch eine, vielleicht klappt es ja. Und die komische Kiste, die ist immer hier im Weg, weil wir haben hier einen Werkstattsauger. Das Ding ist eigentlich ganz gut, es saugt die ganze Werkstatt leer. Das ist dann buff, sinnvoll, wenn wir irgendwelche Teile in der Werkstatt verloren haben, dann saugt er die komplette Werkstatt leer und haut alles wieder rein. Und diesen Transportkoffer, den wir ganz zu Anfang bekommen, der wird halt immer blöderweise mit eingesaugt. Keine Ahnung, was soll. Der steht da halt immer im Weg rum. Ich kann ihn wegstellen und beim nächsten Mal saugen ist er wieder da.
Okay, so viel dazu. Hier ist unsere Lademaschine. Wenn mal die Batterie leer wäre, könnten wir hier ein Stück weit aufladen. Haben unseren hilfreichen Müllcontainer. Der ist auch ganz witzig. Der spuckt immer, wenn wir den benutzen, zwei, dreimal hilfreiche Teile aus, die wir so verwenden, brauchen können. Sei es irgendwelches Rohmaterial, zum Teil auch Reparatursets oder bessere, höherwertiges Krimskrams. Ist eigentlich ganz nett. Jetzt aber leider nicht. Und dann ist immer hier, ja, hier ist ein Schrank, den habe ich mal hingestellt für Autoteile, die ich mal vorsichtshalber eingelagert habe. Wobei ich weiß nicht, ob ich die je brauchen werde. Das macht mehr Sinn, wenn man dann gezielt bestimmte Regionen anfährt, die ein bisschen kniffliger sind, dass man dann verschiedene Arten von Türen etc. speichern kann und die bei Bedarf umbauen kann. Es geht einfach, wenn man ein paar Sumpfkorallen Leckerlis auslegt. Ja, die sind leider. Die bewegen sich immer ein bisschen, aber die kriegst du nicht gelockt. Denn hier ist immer so ein Fahrzeug, das könnte man, wenn man wollte, dann zu schrotten. Ich mach das mal exemplarisch. So geht es mit diesem Verschrotter. Da kommen dann Einzelteile raus. Die kann ich aufsammeln. Hab sie dann im Inventar hier mit drin. Den machen wir gleich weg, der braucht zu viel Platz für unterwegs. Und so kann ich alles Mögliche, was ich unterwegs finde, auseinanderrupfen und in Dinge, die ich brauche, umsetzen. So, den schmeißen wir aber gleich mal weg hier. Haben wir hier noch Platz? Ja, da ist noch was. Alles ein bisschen chaotisch, ist aber nicht wirklich wild, weil wir, wenn wir bauen, sammeln das aus allen Schränken an, wo es drin ist. Das heißt, es ist eigentlich wurscht, wo wir es reinpacken. Okay, dass wir einfach noch ein bisschen Rohmaterial mit dabei haben. Falls eins von unseren Werkzeugen kaputt geht, das darf vielleicht nicht der Fall sein. Hier sehen wir die Balken, sehen noch gut aus. Dann hätten wir hier die Chance, da noch, gleich aus dem Stegreif was verbauen. Wir die meisten Rohstoffe, hallo Bad Bunnies, Exo, schönen Abend dir. Die meisten Rohstoffe finden wir unterwegs, das ist alles gar kein Thema, aber ich hatte schon zwei, drei Mal eine Situation, wo mir es im blöden Augenblick kaputt gegangen ist und die Schwierigkeit hatten, die entsprechenden Rohstoffe, Rohmaterialien zu finden und die dann zu besorgen. Und habe dann ein paar schöne Dinge liegen lassen müssen. Das habe ich hier alles rüber transformiert in Spinnfilm-Kleinzeugs, das ist dann okay. Und muss dann brauche ich weiterziehen. Klappe zu. Jetzt überlege ich mir gerade, ob wir oben brauchen noch schnell einen Stauraum baue für alle Fälle, weil wie gesehen, dadurch, dass ich jetzt so viel Zeugs inzwischen mitschleppe, ist das schon ganz ordentlich voll. Letztes Mal bin ich in einen Schlag gekommen vom Laden her. Gucken wir mal, wo ist es denn? Das ist Motor. Wo bist du denn? Benzintank ist es nicht, Batterie ist es nicht, Motor ist es nicht. Scheinwerfer, bin ich jetzt blöd? Nochmal hier. Oder habe ich es doch noch nicht freigeschaltet? Das wäre natürlich dann blöd. Guckst du. Scheinwerfer. Rücksitztank, Batterie, Blitzableiter. Seid ihr Stauraum? Ionenschild. Habe ich es doch noch nicht freigeschalten? Muss mal gucken. Ich glaube, ich habe es doch noch nicht freigeschalten. Stauräume sind hier im Prinzip. Ja, ich habe es noch nicht freigeschalten. Warum nicht? Könnte ich eigentlich. Ein Zahnrad. Hallo, Biker-Peppe. Was meinst du mit deinem Zahnrad? Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit den Zusammenhang schon wieder verbummelt. Da und jede Wette. Oh, wir dürfen sogar Stahlblech haben. Mein. So, jetzt haben wir jetzt hier. Was ist das für ein. Was? Ein Karton oder wie? Aufgeschraubt und jetzt kann ich hier tatsächlich dann nochmal ein bisschen was. Oh, das ist aber eine Menge. Was mit reinpacken, falls mir unten der Platz ausgehen würde. Okay, genug Schnickschnack. Gehen wir mal auf Tour, ne? Oh, da ist eine Tür offen. Ach, das ist hier auch ganz witzig. Was heißt witzig? Manchmal kann es nerven, aber ein Auto kann Macken bekommen. Das heißt, es hat manchmal ganz seltsame Verhalten. Wie halt im realen Leben auch Autos manchmal eine Macke haben können. Hast gestern auch angefangen, ne? Und gefällt dir bisher? Sag jetzt mal nichts, aber vielleicht, wie ist denn deine Meinung bisher?
Also die Macken, das ist dann irgendwas. Kann sein, du machst hier irgendwo eine bestimmte Tür auf und die andere Tür geht plötzlich auch auf. Oder es kann sein, du steigst ein, machst Licht an und plötzlich geht irgendeine Klappe auf. Also es kann tatsächlich so komische Phänomene haben. Und dann gibt es hier eine Mackenmaschine. Da kann man dann hier versuchen, das Problem zu beschreiben, indem man links dann Rauch raussucht. Wenn ich das und das mache, 1 und 2, passiert dann 3 und 4. Wenn man es richtig zusammenkriegt, dann kriegt man einen Lösungsvorschlag und dann sagt die Maschine, nimm das und das Reparaturkit und dann ist es gut. Ja, das Anfang ist ein bisschen verwirrend und es wird vieles nicht erklärt, das ist wohl wahr. Aber wenn du Fragen hast, dann schieß einfach mal los. Ich versuch's nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären. So. So viel zu gut. Also was hier drin passiert, das kann ich alles jederzeit hier speichern, wenn ich da Lust habe. Genau, machen wir das mal. Zack. Und wenn wir jetzt auf Tour gehen, wenn wir rausgehen, dann ist es roguelike. Dann kannst du nicht mehr speichern. Das wird dir erstmal gespeichert, wenn du von einem Gebiet ins nächste gehst. Aber unterwegs auf der Strecke kannst du nicht mehr speichern. Wenn da irgendwas schief geht, dann hast du halt verzockt. Du kannst die Tour abbrechen. Das Auto wird dann in einem kaputten Zugang wieder zurückgeliefert und ja, mehr nicht. Ist halt doof. Wo komme ich eine Kofferraumklappe her? Eine Kofferraumklappe ist eine ganz normale Tür. Das wird auch nirgends erklärt. Eine Kofferraumklappe ist einfach eine Tür. Du kannst eine Tür, egal, primitive Stahltür oder was auch immer, kannst du entweder einen Türplatz bauen oder eben, ja, guck, da steht es dran, ist eine abgeschirmte Tür. Kofferraumklappe ist auch nur eine Tür. Ja, Wüsschen, das ist tatsächlich. Sie hat, das Fahrzeug hat was von Christine. Ja, Weigerpimmel, das ist das auch ein Ding, da bin ich auch gestrauchelt, weil es wird halt nicht erklärt. Radio. Hallo Balu der Bär, schönen Abend. So, das ist die Karte. Ich habe schon ein bisschen was freigeschaltet. Wenn man anfängt, dann hat man hier unten ein bisschen was frei. Das sind einzelne Gebiete, in denen man jetzt reisen kann. Wenn ich zum Beispiel hier hoch will, dann muss ich zack, 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 so wie die Straßen verlinkt sind, durch die jeweils durchgehen. Und sukzessive, ich kann jetzt nicht gleich hier weitergehen. Es gibt in der Zeit, so wie hier, ein bisschen Highways, da kann ich dann zumindest ein Stück weit überbrücken. Gott sei Dank. Wird es ein bisschen einfacher. Zu den Icons, ich weiß nicht, was die Buchstaben hier bedeuten. Das ist wahrscheinlich die Bezeichnung von der Straße. Rechts hast du immer das Biom, in dem du dich befindest. Das ist hier eine Art von Wald, andere Art von Wald. Hier haben wir Wüste. Hier haben wir Sumpf. Das weiß ich noch gar nicht, da bin ich noch nicht rangekommen. Da bin ich ein paar Mal gescheitert schon. Das ist ein Fahrzeuggeist. Bewacher, Bewohner, der hat einen bestimmten Namen. Weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber der, ja. Hab noch nicht rausgekriegt, was dessen Bedeutung oder Existenz ist. Oh, übrigens, das ist Wüste, nicht das hier. Was das eigentlich ist, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist einfach Wüste in Extrem. Sumpf in Extrem. Komplett durcheinander. So viel dazu. Die Zahlen, keine Ahnung, was die mir bringen. Hier, der grüne Punkt ist das, wo die augenblickliche Mission hingehen soll. Auf der rechten Seite sehe ich immer Knotenpunktverhältnis. Jedes Gebiet ist immer ein Knotenpunkt. Da sehe ich zum Beispiel rechts so verschiedene Symbole drin, eine Traube, so ein radioaktives Schild. Das ist im Prinzip eine Anzeige, was mich da so erwartet. In der Routenanalyse sehe ich, was in dem Gebiet jeweils stark vorhanden ist, weniger stark vorhanden ist. Und ganz unten sehe ich, wenn ich mal losgefahren bin, da wo jetzt die ganzen Fragezeichen sind, was für Anomalien und Phänomene oder irgendwelche alte Rostlarven mich erwarten. Und kann dann ein bisschen besser planen, was ich, wo ich lang möchte. Je nachdem, was für Ressourcen brauche ich. So im Augenblick brauche ich zum Beispiel Plasma viel. Da versuche ich immer was zu planen, das Richtung Plasma geht. Und rechts oben, das ist das Zimmer. Ah, sie geht leider der Mauskursor nicht rüber. Da seht ihr immer hier so ein Symbol. Es ist jetzt ein rotes mit zwei Strichen durch. Das ist im Prinzip die Art von Energie, die mich dort erwartet.
Da gibt es verschiedene Varianten. Das Gelbe ist die normale stabile, die mittlere ist dieses Orange und dann gibt es oben, genau, dann brauche ich eben diese komische lila Farben Dings da. Die Dinger, wo diese Energieteile sind, sehen wir nachher. Du findest sie in einem Anker, das sind so Leuchtdinger. Schwer zu erklären, muss man angucken. Also ich versuche jetzt mal einfach grob, gebe ich mal grob vor, dass ich hier das Ziel von der Mission erreichen will. Bedeutet nicht, dass ich es schaffen werde und es kann auch jederzeit sein, dass ich abbreche oder zurück brauche. Hypertex, schönen Abend. Ah nein, du brauchst nicht 9 Stunden. Das ist im Prinzip, wenn ich mich jetzt dahin bewege, dann geht der Tag um 9 Stunden weiter. Das heißt, wenn ich morgens um 6 losfahre, dann bin ich quasi um 3 nachmittags, komme ich in dem Gebiet an und dementsprechend ist die Helligkeit. Es kann auch sein, ich gehe morgens los, erste Runde, 6 Stunden bis zur nächsten, dann bin ich quasi um 12 oder 1 in dem nächsten Gebiet. Wenn ich halt 3, 4 Gebiete durchgehen muss, dann komme ich irgendwann rutschig in die Nacht rein automatisch. Es gibt aber auch Knoten, die sind per se komplett dunkel. Also Dinge, die das Spiel dir nicht wirklich erklärt. So, ja. Ah, jetzt sehe ich auch hier unten links endlich mal ein paar Angaben, wo es lang geht. Aber die sind für the time being eh nicht wirklich relevant, weil ich muss erstmal losfahren. Hier kann ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Ich glaube, ich nenne mein Auto jetzt Christine. Das ist der beste Name ever. Ist Chris. Hallo Christine. Guck mal, ich habe schon einen Wackelfuchs mit dran. Yay. Man muss auch richtig schön immer schön Zündung machen. Und ist eine Automatik, aber man muss dann Dauer und Parken angeben. Wichtig ist hier meine Spritanzeige, muss ich aufpassen. Hier links habe ich ein paar Special-Funktionen eingebaut, ein paar Gimmicks. Hier sehe ich meine Karte und kann dann später hier gucken, das ist immer der Pfeil, wo ich lang muss. Da sehe ich dann irgendwelche Points of Interest auf der Karte und kann mich dran orientieren. Jetzt aber erstmal los. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ich irgendwas seltsam erkläre, einfach nur los. Dann machen wir das. So, das ist ja hier nur die Werkstattkarte, das fliegt mir jetzt gleich. Dieser gelbe Pfeil auf der Karte rechts ist einfach nur das Portal in den nächsten Bereich. Und sobald wir da durch sind, davon auswählen, wo wir jetzt genau hinwollen. Und dann können wir uns raussuchen, was da mir gefällt. So, hier die Karte. Gleiche wie eben, nur ein bisschen realistischer. Insofern als das, guck mal. Da sehen wir zum Beispiel, Funketurm ist für mich interessant, weil ich Plasma noch brauche. Da haben wir, hier haben wir nichts. Ein paar Sachen habe ich noch nichts gekannt. Also man muss, wenn man da unterwegs ist, muss man verschiedene Phänomene, Dinge etc. scannen. Und wenn man die dann kennt, werden die rechts unten angezeigt. Und wenn man die noch nicht gemacht hat, dann gelten die als nicht erkannt. Hallo Horistas, Biker Pepe. Ja, ich mache ein paar Tipps unterwegs, wenn das okay ist für dich. So on the fly. Genau. Und manche Freischaltungen auf dieser Funktionsmaschine, die wir vorher gesehen haben, die gehen erst, wenn ihr bestimmte Dinge, bestimmte Anomalien gescannt habt. Deswegen unterwegs ab und zu ein bisschen scannen. Was mir hier an der Ecke ganz gut gefällt, ist die ewige Stabilität von dem Knotenpunkt. Das heißt, da passiert lange mal erst gar nichts. Das heißt, man hat relativ viel Zeit, sich zu orientieren. Es ist aber so, dass nach einer, glaube 20 Minuten, einer halben Stunde wird jeder Abschnitt auf jeden Fall beendet. Es zieht ein Sturm aus und man muss dann gucken, dass man aus der Karte verschwindet. Entweder über einen weiteren Punkt, wo man weiterfährt, oder indem man durch ein Portal fährt. Das sehen wir wahrscheinlich noch. Die Sachen respawnen nicht wirklich. Die werden immer neu gewürfelt. Wenn ich nachher rausgehe, in die Werkstatt, wenn ich Mission fertig habe und wenn ich es abgebrochen habe oder gestorben bin unterwegs, dann und die nächste Runde mache, dann wird alles wieder neu ausgewürfelt. Also ist kein Respawn, die Karten sind nicht gleich. Aber wenn ich jetzt diese A7 fahre und die bei der nächsten Mission wieder fahre, dann ist die wahrscheinlich anders. Die Dinge unten, was da in der Karte drin ist, das ist ähnlich. Aber die Karte, die Straßen, das Gelände, alles wird alles per so einem Zufallsgenerator jedes Mal neu produziert. Das ist eigentlich nie gleich. Habt dich einfach. So, Funkenturm, ewige Stabilität. Das fangen wir mal an. Das klingt ziemlich beruhigend. So, jetzt waren wir da reingeladen. Die erste Ecke.
So, und ab sofort sind wir dann quasi in einem Zustand, wo wir jederzeit sterben können. So, wir haben es jetzt noch ein bisschen hell. 17:23 Uhr, es wird bald dunkel. Immerhin haben wir ewige Stabilität. Wenn ich jetzt reingucke, haben wir hier eine Karte. Das hier sind irgendwelche Häuser, wo es ein bisschen Loot gibt. Das sind solche Kästen, wo es andere Art von Loot gibt. Und hier ist rechts ein anderer Ankerpunkt, den könnten wir uns holen, wenn wir wollten. Dann gibt es zusätzliche Energie. Hier ist der Ausgang. Da müssen wir raus. Wir können auch theoretisch, wenn wir den Anker haben und die Energie reicht, können wir ein Portal später öffnen und den rausgeflogen. Genau, die sind immer anders. Also auch wenn du es nochmal neu lädst, laden würdest und nochmal die gleiche auf die gleiche Ecke fahren würdest, die würde wieder anders aussehen. Und hier oben ist irgendein Audio-File, das wir gegebenenfalls holen könnten, wenn wir das wollten. Aber hier ist blöd, ein bisschen gebirgig. Mache ich mir hier mal einen Marker, dass ich hier mal Richtung Ding hoch kann. Vielleicht kann man mal laufen. Kann er laufen, wenn es nicht zu dunkel ist. Also fahren wir mal los. Machen wir mal Licht an, aber es regnet. Regnet ist gut, weil ich habe ja rechts, weiß nicht, ob ich habe es ja erklärt, so ein Hydro-Dings da, der mir die Batterie über Regen, Säure etc. wieder laden kann. Total praktisch. Weil wenn dir der Strom ausgeht, ist blöd. Wenn da der Sprit ausgeht, auch blöd. Ich glaube, Sprit geht noch, weil überall sind hier so Rostlauben unterwegs. Den ist nichts, aber die gucken wir es einfach mal pauschal. Das ist nicht, dass wir immer schön aus Strom sparen. Ich habe es ausgemacht, warum geht's Radio weiter? Die Kisten, die dienen als Ersatzteilspender. Stahltür etc. reizt mich inzwischen nicht mehr großartig, weil ich halt in der Ecke schon genügend Rohstoffe habe. Was ich gerne zu Anfang der Karte immer mache, ist, ich gucke bei den Autos, ob sie im Kofferraum ein paar Teile haben. Die würde ich mir dann mitnehmen, einfach für alle Fälle. Und gut zu merken ist hier Benzintank. Die haben alle noch ein bisschen Restbenzin. Also wenn der Benzin mal alles gefarmt war, es ging, ja, da war bestimmt ruckzuck der Rucksack voll, ne? Also wenn euch mal ein Sprit ausgeht, dann müsst ihr halt verschiedene Autos abgrasen und ihr kriegt von Anfang an hier so einen Mini-Tank hier rein. Zack. So ein Benzinkanister, den kann man dann rüberschleppen. Der ist bei mir voll, deswegen macht... Oh, der ist gar nicht voll. Warum ist der leer? Da können wir es zeigen. Kann ich mit so einer Pumpe, man sieht es schlecht, weil es dunkel ist, kann ich mir quasi den Rest Benzin absaugen und ich könnte den bei mir im Fahrzeug, wenn der Tank leer wäre, ist er aber nicht, wieder nachfüllen. So kommen also mit, wenn eins Benzin ausgeht, das kriegt man noch gemanagt. Batterie ist schwieriger, wobei das Auto läuft deswegen trotzdem, ist dann halt dunkel. Hier an der Karte nicht so dramatisch, aber es gibt aber hier, die sind richtig dunkel, richtig schwarz. Und da hast du dann Spaß damit. Weil wenn es hier dunkel ist, dann ist es wirklich dunkel. Dann ohne Leuchtmittel siehst du gar nichts mehr. Warum zieht es meine Kiste rechts? Ich hab zwei Blattfüße. Warum habe ich zwei Blattfüße? Bin ich irgendwo drüber gefahren? Nein, es ist kein Blattfuß. Was ist das? Das ist ein Blattfuß. Ich habe noch ein Abdichtmittel. Es ging jetzt aber schnell. Das hier ist eine Anomalie, die habe ich schon gescannt. Muss aufpassen, dass man nicht reinfährt. Wo kommt die jetzt her? Zack, der ist schon mal geheilt. Ah, weg, 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 weg. Nicht gut, das macht mein Auto kaputt. Bei mit offenem Kofferraum erstmal hier raus. Boah. Ist irgendwie ein Problem? Nee, ja, keine Ahnung. Licht an. Man muss oft hier ein bisschen abseits zur Straße fahren. Ich habe ja Gott sei Dank Geländereifen drauf, damit man um das ganze Krimskrams noch rumkommt. Das Ding, das grüne Zeug hier, das gelbliche Zeug, das ist giftig. Oder ne, ist ätzend. Und es würde hier langsam aber sicher das Ding durchfräsen. Boah, ich merke jetzt richtig, wie der Reifen kaputt ist. Das ist jetzt blöd. Oh, da vorne ist Funkenturm. Funkenturm ist wichtig. War auch gefährlich. Also hier habe ich diesen komischen Reifen. Was mache ich mit dem? Hier habe ich ein Auto mit einem Ersatzreifen, Sommerreifen. Den schraube ich mal weg. Ich hoffe, ich kann mir schnell einen bauen. Dann mache ich den anderen raus. Gummi ist wichtig. Mal schauen. Vielleicht habe ich einen dabei.
Also wenn ich mit dem jetzt schon anfange, habe ich auf Anfang ein Problem. Schmeißen wir den mal oben rein. Zack. Vielleicht kann ich den daheim in der Reparaturmaschine noch reparieren. Jetzt mal gucken. Lauf mein Auto weg. Ersatzreifen. Habe ich mal drauf? Ich habe doch noch. Jawohl, habe ich noch einen. Gut, ich habe noch einen Gott sei Dank eingepackt. Das war clever. Mein Auto läuft. Kein Wunder. Ja, ich habe die Handbremse angezogen. Also ist. Die gehen hoch, da muss man höllisch vorsichtig sein. Aber die haben ganz wichtiges Plasmazeugs. Deswegen riskiere ich es trotzdem immer. Nein. Lass mich in Ruhe. Und die Autos immer schön weit wegparken, sonst kriegen die einen kleinen Schlag. Zack, und dann brutzelt es mich auch schon. Und sobald beide kaputt sind, ist der aus. Dazu brauchen wir dieses Plasma-Ding. Und dieses blau leuchtende Teil, das sind Plasmas. Die sind sehr, sehr wichtige Ressourcen hier. Gleich wieder was futtern, dass die Gesundheit wieder ein bisschen hoch geht. Und links oben seht ihr immer, da ist so ein Pfeil, der sich dreht, wenn ich mich drehe. Da seht ihr die Entfernung und die Richtung zum Auto. Das hilft euch so manches Mal, wenn ihr irgendwo im Nirgendwo seid und es ist so dunkel, dass ihr nicht mehr wisst, wo das Auto sich befindet. Ganz, ganz wichtig. Bei der Farbe und Wald müsst ihr einen die Film dem Highways die Hülle. Nein, es ist mehr Christine. Also wie auf dem Highways die Hülle los geht's nicht, aber schön, dass ihr einen alten Filmster kennt. Mit wie ist er noch? Burt Lancaster. Im zweiten Teil auch mit Jackie Chan. So, Auto wieder repariert und weiter geht's. Ah, Bike Peppe, vielen Dank für dein Follow. Oh, ich lasse mich hier gleich wieder ablenken. Ah ne, das war das Ding, das habe ich zwar die Türme. Vielen Dank dafür. Warum kann ich jetzt nicht zurückfahren? Weil ich das Auto ausgeschalten habe. Oh, manchmal sitzt das Problem auch vor der Tastatur. So, jetzt bin ich noch gar nicht weit gekommen. Eigentlich wollte ich ja. Also mal Funk bekommen. Stopp. Schön weit weg halten. Licht aus. Obwohl, hier brauche ich keinen Strom sparen. Oh, das sind noch mehr Funkentürme. Ich bin angenehm überrascht. Aber es ist immer ein Gesundheitsrisiko. Zack, einer. Und schnell der nächste. Schnell. Oh, da waren sogar zwei drin. Sehr nett. Na. Man kann sich auch hier zwei. Sehr schön. Das mag der Papa. Man kann sich auch einen Staubsauger bauen. Der saugt die Dinger dann automatisch auf. Das mag möglicherweise ein bisschen angenehmer sein. Noch ein Turm. Ich futter mal aber nochmal. So, warten bis der durch ist, der Plasma. Und ran. Wow. Schnell. Jawohl, jetzt alles gut. Also das hat sich schon mal gelohnt. Dann müsste ich hoffentlich, wenn ich heile heimkomme, einiges bauen können. Wo ist mein Auto da? 82 Meter. Ah, Christine habe ich schon lange nicht mehr angeguckt. Meine blöde Frage, auf sowas wie Amazon Prime findest du den bestimmt nicht mehr, oder? Das wäre zu viel verlangt. Wüschen, deine technisch fundierte Frage hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Ja, ist aber tatsächlich nicht so. Wenn ich das Licht anlasse, Motor laufen lasse, dann zieht die Batterie, das zieht mir hier links, das ist diese Anzeige, die 80, die zieht systematisch leer. Aber wie gesagt, ich habe ja den Wasserumwandler, daher ist es nicht ganz so dramatisch. So, sollen wir erstmal die Dinge machen? Ah, von links oben, von rechts oben seht ihr, da kommt ein Sturm angezogen. Ah, die sind eklig. Was ist das für rotes Licht? Ach, das rote Licht ist wahrscheinlich der rechts, dieser blauliche Ding, den ich gesehen habe. Oh. Dieser Audioturm. Ist er das? Oder ist es der? Der ist der Audioturm. Alles in den Nebel. Schönen Abend. So.
Hier gibt es einfach nur so ein Audio-Dingens. Das sollte ihr auf jeden Fall. Das kann man abspielen dann. Here's what we know. Ich sollte auf jeden Fall ein Auto zurück sein, bevor dieser blöde Sturm da ist, weil das ist immer heftig. Gucken, dass wir ein bisschen Rohstoffe mitnehmen. Back mit T kannst du alles holen. In a fit of obsession or redemption or, quite frankly, both, she cobbled together a laboratory in her basement and produced the first limb wave on nothing but a killer hunch and plain ingenuity. Was hier bei denen ganz wichtig ist, sind diese Kabinette. Da ist nämlich relativ seltene Gaskartuschen und Chemikalien drin. Die kriegt ihr sonst nicht in allzu vielen Ecken. Deswegen sind diese Kastendinger sehr, sehr wichtig, dass sie die mitnehmen. Sie umwandelt, die habe ich bisher noch gar nicht verwendet. Kommt der Sturm schon? Der haben wir schon lernen. Schnell zurück zum Auto, bevor es losgeht. Das müssen wir leider uns schenken jetzt, den Turm, für einen Augenblick. Wo ist mein Auto hier? Schön, wie es akustisch immer rübergeht, ne? Und wir sind auch schon mitten im Sturmgebiet. Oh, da zieht schon Rückzug vorbei, das ist ja fein. Okay. Weit komm, ich schimmel vorwärts, von lauter Wind. Ah, er drückt mich weg. Gute Fühlen sind da schlecht geklaut. Ich fahre gar nicht so hin, wenn der Sturm kommt. Oder ist relativ stabil gegen diese Art von Sturm. Es gibt aber andere Stürme, die mit dem Portal zusammenhängen. Wenn die dann losbrennen, dann musst du gucken, dass das weiter so ist. So, wo haben wir jetzt den roten Turm? Mensch, jetzt habe ich den verloren. Ja. Mal schauen, ob wir hochkommen. Einmal gehen wir hoch. Die Zone startet in der nördlichen Kommt das schon nächstes Jahr? Habe ich das richtig gesehen? Ah, da ist viel. Das läuft sich gelohnt. Super. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Oder ist er kaputt? Ne, wir kommen nicht hoch. Schade. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Was macht das blaue Licht? Was ist das? Also, jetzt würde ich mal vorschlagen, ich schaue mal zu dem Anker rüber. Nimm mal Anker, diese stabile Energien-Dings da. Dass wir das auch mal gesehen haben, wie das funktioniert. Und dann würde... Ja, zwei Stellungen hat die Gangschaltung. Ich bin komplett überfordert. Es leuchtet blau. War das Rambo? Ja, es war Rambo, stimmt. Der zweite oder der dritte? Ich weiß es gar nicht mehr. Was wir dahin jetzt sehen, dieser Marke, ist genau das, was wir auf der Karte gesetzt hatten. Oh, oh, da ist eine Anomalie in links, rechts wieder. Die muss man meiden, die geben kleine elektrische Schläge, glaube, wenn ich mich richtig erinnere. Bisschen unangenehm, jetzt bin ich auf der Straße. Boah, soll ich quer rüberfahren? Nee, wir fahren Straße. Also ich habe was habe ich denn da erwischt jetzt? Irgendwas habe ich umgenäht. Man muss aufpassen mit so. Jetzt habe ich schon wieder einen Blattfuß. Ich glaub's nicht. Oh, das sind Touristen. Touristen sind solche komischen, unheimlichen Figuren, die auftauchen. Jedes Mal, wenn man sich wegdreht, sind die plötzlich wieder unsichtbar. Ah, nee, nee, unsichtbar. Dann bewegen die sich, verändern ihre Position. Was habe ich denn hier schon wieder? Ich habe den noch vorhin getauscht. Warum ist er schon wieder kaputt? Ein bisschen irritiert. Das ist ungewöhnlich. Habe ich jetzt einen oder habe ich keinen? Ja, ich habe einen. Boah, sammeln wir hier kaputte Reifen. Passen die hier besser rein? Keine Ahnung, egal. Ich hoffe, das wird nicht so viel.
Machen wir halt nur Ersatzreifen drauf erstmal. Aber es geht weiter. Ist, dass man immer ein paar Grundmaterialien dabei hat. Gucken, es ist meine Tür aufgegangen. Das ist eine Macke. Eine rechte Tür, die geht unter bestimmten Bedingungen auf. Ich habe aber noch nicht rausbekommen, welche es genau sind. Aus dem Blöde. Afghanistan, die Sonne brennt. Ja, genau. Nee, Afghanistan war der dritte. So. Na gut, in Gnade. Ja, ja, Sprüche aus den 80ern. Das war noch 80er, ne? Wieder ein paar Touristen. Und auch so Anomalien, die man scannen sollte unterwegs. Oh, das ist richtig geil. Büchsenöffner. Ne, Dosenöffner heißt er. Das ist so ein riesengroßes Sägeblatt, das da hoch und runter fräst. Da sehen wir es gleich. Und wenn er da gerade drüber fahrt, wenn das unterwegs ist, der schlitzt euch mal eben die, na, die Kiste nicht auf, aber dann wird es von blau ruckzuck Richtung rot. Und wir haben noch einen Funkenturm. Brauche ich noch einen Funkenturm? Ne, lassen wir mal. Trotzdem immer schön mit Abstand vorbeifahren. Erstmal ganz glücklich. Was ist das für ein Geräusch hinter mir? Da ist nochmal so ein Mist. Da hinten ist der Anker, den ich möchte. Der ist da. Gerade in der Ecke, wo das Ding rumfährt. Jetzt muss ich gucken, dass ich drüber komme wieder, ohne dass es mich erwischt. Sonst macht das Aua. So. Ortposition. Zack. Das Ding runterrupfen. Jetzt her. Das ist irgendwie mal so ein Schreckmoment. Plötzlich tauchen wieder auf. Oh, Blitz, ich habe einen Blitz. Warum habe ich einen Blitz? Aua, 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 aua. Na, super. Das ist nicht gut. Ich meine, ich habe Abschirmung. Das heißt, ich bin relativ sicher gegen Blitze, aber mit der Zeit machen die dir dann Fahrzeug dann doch kaputt. Wo ist der Büchsenöffner? So, ich glaube, das reicht fürs Erste. Dann gucken wir mal Richtung Ausgang. Der wäre hier. Hier ist die Kreuzung, dann muss ich links. Es ist wohl wahr. Und in den 80ern konntest du tatsächlich Sprüche sammeln ohne Ende. Kommt noch Nebel. Oh, endlich wieder ruhig. Mal da gucken, ob wir hier was finden. Also am liebsten sind mir im Augenblick eigentlich schon am Fahrzeuge, die oben auf dem Dach so eine Reling haben. Die haben ein bisschen höherwertiges Loot. Die haben gepanzerte Türen normalerweise und da gibt es spezielle Rohstoffe, die man anderswo nicht findet. Mal Schrauben, eine Fackel, das ist normal nicht so wichtig. Kann man mehr bezählen? Ja, man kann mehr bezählen. Normalerweise halte ich bei denen nicht. Die haben nicht so diesen schnellen Wert mehr. Wenn man relativ neu im Spiel ist, dann sind die noch sehr hilfreich. So, weiter geht's. Ich muss aufpassen, meine Gesundheit ist jetzt nicht mehr so prickelnd. Ich habe eine Funktion eingebaut, da kann ich mich über Elektrik heilen. Das mache ich aber normalerweise nur, wenn ich Elektrizität im Überfluss habe und gerade generiere, weil die relativ viel Energie von der Batterie abzapfen. Das ist wieder so ein rechts-links. Nochmal ein Fahrzeug. Wie weit ist es noch? Ist schon noch. Immer schön vorsichtig fahren und das Fahrzeug schon. Da ist wieder so ein Tourist. Ja, was? Was ist das? Sind unheimlich die Dinger. Ja, da haben wir wieder Hitzestaub. Ach na, jetzt habe ich ihn gesehen. Die sind immer total knifflig, weil man muss. Also man kann so nur da drüber fahren, das ist jetzt nicht so dramatisch. Die machen relativ wenig Schaden, aber
Die haben immer eine große Fläche und auf Dauer haut sie halt doch rein. Zack, vorsichtig im Fahren, jawohl. Was ist da hinten? Ein Häuschen, sollen wir mal gucken. Aber ich muss nachher links lang, ich park schon mal in die Richtung. Parken, aus, Licht aus. Ah, da hinten sehen wir schon das Portal, wo es in die nächste, in den nächsten Abschnitt geht. Was leuchtet da grün? Unheimlich. Wir gleich gucken. Da brauchen wir eine Brechstange, dass wir reinkommen. Die kleine Hütte lohnt sich nicht immer unbedingt. Die haben selten richtig besonderes Loot. Okay. Halt. So rum. War ganz nett, da ist noch ein Eimer. Gut. Allgemeines Zeugs. Ist okay. Und mal leer, hier ging es raus. Nochmal ein Funkenturm. Was ist da hinten? Was leuchtet da? Und Rohrpost. Ist die Rohrpost? Jawohl, eine Rohrpost. Da kriegt es immer ein bisschen schön. Das sind jetzt hier so Lackfarben. Da kann ich das Auto verschönern, wenn ich da Lust habe. Die gehen nicht automatisch mit drüber, blöd. Und die Natriumlampen, die sind ganz wichtig, weil die geben Gaskartuschen. Die sind ja auch relativ selten. Alles klar, Hypotex. Schönen Abend dir noch und danke, dass du dabei warst. Hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. So, da war eine Gaskartusche, jawohl. Upsa. Metallschrott ist normal gar kein Problem. Vielleicht muss ich mir doch irgendwann noch einen Staubsauger zulegen, damit ich es ein bisschen bequemer einsammeln kann. Mal was essen wieder, ha? Huh? Ja, immer das komische Einstreuen dann. Anomalien könnte das auch Stalker sein. Ja, stimmt, das hat mit Sicherheit was. Also das Anomalien-Thema ist ja nicht grundsätzlich was Neues. Es ist halt jetzt mit dem Auto so entsprechend verknüpft. Ah, Licht haben wir noch, ne? Jawohl. So, Portal in den nächsten Abschnitt. Ui, los geht's. Aus, dann ist es schon gespeichert. So, jetzt bei diesem Übergang in den nächsten Abschnitt wird immer ein kleiner Safe angelegt. Also man könnte dann den zur Not wieder laden ab der Stelle, aber nicht irgendwo im Level dazwischen. Hier bin ich jetzt mit meinem Dings da, Bums da, und da will ich irgendwie hin. Kann ich hier mal schauen, hier gibt es Orkanböen. Oh, die sind übel, die schieben einen einfach zur Seite. Sehe ich auch. Ich habe hier noch etliche Anomalien gar nicht entdeckt, die hier existieren. Was immer interessant ist, sind auch die Ressourceanzeige. Das ist dieser Hammer hier. Der ist ganz wichtig. Das ist die Häuserdichte, Fahrzeugdichte etc. Da siehst du, was, wie viel jeweils da ist. Und da kannst du dann über entscheiden, was dir wichtig ist. Zum Beispiel, wenn du Ressourcen brauchst, dann sollte natürlich da irgendwas relativ hoch sein. Der hat zum Beispiel jetzt keinen, das heißt, es gibt nicht viele besondere Ressourcen. Das hier schon mehr, da wo wir jetzt hingehen würden. Ich kann noch hier lang, kann ich wählen. Entweder das mit Orkanböen oder Ankerinterferenz. Ich glaube, das ist total nervig, weil die Anker, die springen dann ständig hin und her. Aber hier gibt es Ressourcen, hier gibt es viele Häuser, hier könnte man relativ viel looten. Machen wir jetzt. Oben ist der Wind, da ist nicht so viel Wind, da haben wir ein bisschen Strahlung. Ach nee, hier sind auch okay, gut. Ich nehme die obere Variante. Mal schauen, dass wir mal hier reinkommen. Hier das Orange, das wird nachher auf jeden Fall, sind extreme Bedingungen. Genau, mit gespenstischer Dunkelheit, da bin ich mal gespannt. Das heißt, da ist Zapfenduster. Ich weiß nicht, macht Stalker 2 macht das dasselbe Studio noch? Oder ist das andere Studio dran?
Also die erste Runde, die war ja schon legendär. Weil hat ja schon diesen eigenen Genre. Festgelegt. Mitten im Sturm, na super. Aber es haben sie angekündigt, auch kein Böen durch die Bank. Das sind ein paar Anker, ein paar Häuser. Aber am besten wir fahren einfach mal durch. Das kannst du eh knicken. Jetzt schauen wir mal, was unterwegs passiert. Aber wenigstens dürfte der Wind meine Batterie dann vollladen. Elektrostatische Ladung. Ah ja. Ah! Das ist das Schwestermodul von diesem Büchsenöffner oder von dem Dosenöffner. Gleich in elektrisch. Warten, der macht dann immer die Dinger und die sind dann aber in ein paar Sekunden wieder weg. Hoffe ich. Komm weg mit euch. Ja, jetzt kann ich durch. Wie gesagt, ich habe ein abgeschirmtes Auto, das kann relativ viel solche Stromschläge ab, aber irgendwann mal ist auch Schluss mit lustig. Muss man nicht unnötig riskieren. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass es dann halt nach zwei, drei Abschnitten plötzlich zu viel wurde und dann was liegt da, haben wir jetzt, sehen wir schon, dass hier stürmt. Boah, es bringt mich rüber. Ja, ob das so eine gute Wahl war. Gleiche Studio, okay, dann dürften die ja die entsprechende Erfahrung haben, um es vernünftig umzusetzen. Mal gucken. Wenn sie rechtzeitig kommen. Oi. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen Probleme, das Fahrzeug überhaupt auf die Straße zu halten. Das ist so dann typisch die Situation. Du bist eine halbe Stunde unterwegs, hast alles im Griff gehabt, alles unter Kontrolle und plötzlich läuft es aus dem Ruder. Innerhalb von wenigen Augenblicken sollen wir es mal probieren, ob wir hier herankommen, oder? Die Rohrbusanlage. Oh, gelber Lack habe ich noch nicht, ja. Das ist ja wirklich so fein. Schön. Mein Auto steht noch da, gut. Kann passieren, dass man mal die ein Fahrzeug unterwegs einfach verliert. Machen wir die mal rüber, dass wir noch wieder Platz haben. Was machen wir noch rüber? Die Farbe natürlich. Passt hier perfekt rein. Das können wir hier reinmachen. Zack. Mal schauen, was wir noch so finden. So, cool, mal gucken, dass wir weiterkommen. Hier geht schnell raus, das ist unangenehm. Immerhin, wie gesagt, der Wind, der macht mir dann wenigstens die Batterie voll. Und der Strom auch, wo kam das jetzt her? Ach, das war dieser Polizist hinten. Der schockierte Tourist, die geben Schläge von sich. Jetzt nutze ich das aber mal aus und mache, lade hier meinen Charakter und meine Gesundheit wieder auf. Und gehe jetzt hoch und sehe da, wie die Batterie runtergegangen ist. Damit kann ich aber hier leben, weil hier in der stürmischen Umgebung mein Windrad hin das wieder aufbringt. Schön vorsichtig. Innerhalb von Sekunden müsste ich die Fahrt. Ganze Fahrzeug ruiniert. Herrlich. So, komm mal. Könnte ein paar hundert Meter können es ruhig werden. Das ist aus dem Pferd raus. Da ist irgendwas Leuchtendes wieder, irgendwas Blitziges. Oh, Touristen, okay. Zack, ja, ja. Kleinen Stromschlag. Die sind schwer zu umgehen. Vor allem, ja, bei der Witterung habe ich gar keine Chance. Oh, ich bin raus. Da gehen wir nicht rein. Das Haus ist kontaminiert. Da habe ich nicht die passende Kleidung dafür. Wenn ich das mache, dann leidet meine Gesundheit ziemlich heftig drunter.
Kann aber, Moment. Und ist noch ein Häuschen, das wir uns angucken könnten. Größtes muss ich aber dafür runter. Ist eine gute oder ist eine bescheuerte Idee? Ah, unten ist so eine Blockade. Komm, du bist ja mutig. Brauchst du die Runde rutschen, da ist wieder was, das leuchtet. Oi. Spielen wir es gleich wie Expeditions. Ah! Autsch! Autsch. Alles nur gut, okay. So. Und da ist es auch schon. Ich höre irgendwas. Wo ist da was? Ach, rechts ist Blitzdings. Mal gucken. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier rüberkommt. Sonst habe ich ein Problem. Die hinten, diese Mauer. Da darf man auch nicht durchfahren. Das ist auch ganz schön böse. Zack. Ja, wichtig ist erstmal, dass ihr ein Grundstück an Materialien zusammen habt, mit dem ihr dann alles mögliche bauen könnt. Anker mitnehmen nach Möglichkeit, damit er, ja, weil ihr braucht zum Freischalten von neuen Plänen einfach auch viel Energie. Ganz wichtig. Zack. Dann ist der rote Turm. Jetzt passt soweit. Guck mal, dass man aus dem Abschnitt rauskommt. Der ist irgendwie nicht so schön. Bist du lang? Wo gehst du lang? Da. Die Straße weiter, Licht wäre auch nicht schlecht. So, jetzt fahren wir mal flott. Ah, da ist das der nächste Anomalie. Fahre ich links rum, komme ich wahrscheinlich in den Blitz. Das ist immer so eine Entscheidung. Das müsste passen, da ist. Ah, was war das? Warum hatte ich mich das jetzt erwischt? Ich war doch nicht so nah dran. Noch mal ein Blitz. Ah, das ist echt nicht. Nee, jetzt nicht. Jetzt keine Lust. Mal warten, ob die gleich vorbeigehen. Ich hoffe es mal. Dann fahren wir durch so einen Blitz durch und dann fangen meine ersten Autoteile an, orange zu werden oder gelb. Jawohl, weg. Super. Jetzt durch. Portal, wo bist du? Da ist es. Immer schön schnell fahren, dann lädt sich die Batterie automatisch. Brauchen wir kein Licht mehr, die paar Meter. Kommen wir vielleicht noch einen Tick hoch. Ja, sie haben nicht viel machen können. Man muss halt immer ein bisschen entscheiden, ob man das Risiko in Kauf nimmt oder ob man es bleiben lässt. So, das kennt ich hier rüber. Man strahlt wie blöd und das Verdampfen des Benzin heißt, dass dein Benzintank brutal schnell leer geht. Das ist doof. Was haben wir sonst noch? Das wäre Plan B. Der hat auch extreme Bedingungen. Mit schnellen Stürmen, gespenstischer Dunkelheit, das ist auch blöd. Am besten wieder umdrehen. Ne? Aber es hat eine Rundum-Service-Schutzhütte. Das sieht so aus wie so ein bisschen wie eine Tankstelle. Also es gibt normale Tankstellen, die sind so viereckige typische Tankstellen mit zwei Zapfrädern davor. Und die Rundum-Service-Schutzhütte ist so ein so ähnlich wie Tankstelle, aber nicht mit dem Gebäude, sondern einfach nur so eine große ovale Platte mit ein paar Pfeilen runter. Da ist auch eine Zapfsäule dran. Wenn man in die reinfährt, dann wird das Auto quasi geheilt und ja, wenn irgendwas kaputt ist, wird es wieder ein Stück weit repariert. Da ist es ganz gar nicht übel. Aber wir haben hier gespenstische Dunkelheit, das heißt, es ist pechschwarze Nacht. Es bewegt sich etwas, sprich, da springt irgendwas rum. Bigfoot oder was auch immer, das wissen wir noch nicht. Und schneller Sturm heißt, wenn da ein Sturm losbricht, dann ist er heftig. Dann geht er verdammt schnell und man kommt kaum hinterher. Aber er hat einen Neon-Korallenriff. Ich glaube, das Neon-Korallenriff war das, wo wir diese eine Korallendings da herbekommen. Ja, das geht's einfach mal. Entscheidung über Entscheidungen. Naja, pechschwarz, wie ich gesagt habe. Dunkelste Nacht. Da müssen wir raus.
Da ist ein Anker, aber den brauchen wir nicht. Ich glaube, wir gucken, dass wir da zeitig rauskommen. Das wird wohl das Angenehmste sein. So, machen wir mal Licht aus. Ah, die Dinger leuchten ein bisschen. Okay, es ist nicht komplett schwarz, aber es ist halt so dunkel, dass man nicht fahren kann. Wenn man sich vom Auto wegbewegt und dann nichts mehr leuchtet, dann ist halt Licht im Schacht. Das ist ein anderes Biom, das sieht man jetzt. Das ist nicht mehr Wald. Touristen, na super. Das ist auch einer. Aber was mir noch fehlt, ich habe so ein Ding freigeschaltet, einen Scheinwerfer, der am Kopfbalken habe ich aber noch gar nicht eingebaut, wenn ich so wie es aussieht. Das müsste ich mal dringend machen. Dann kann ich, wenn ich nach links gucke mit der Maus, würde der mit rüberleuchten. Das wäre natürlich hilfreich. Ganz viele Autos. Hier habe ich am Anfang immer gedacht, oh super, da muss man bestimmt rüberschanzen. Na, von wegen. Ganz mal drüber, dann ist die Kiste breit. Nicht machen. Liebe Kinder zu Hause, nicht nachmachen. Nicht über diesen Abschlepphänger drüber schanzen. Das tut aua. So, das ist eine kleine Kreuzung. Da war ein Geräusch. Das ist richtig unheimlich. Lila habe ich gesagt, ne? Ja. Deine sind so Säure-Dinger. Die brauchen wir nicht unbedingt. Was leuchtet da hinten so fies? Leuchtpunkte. Touristen. Ah, das sind so Polo-Dinger. Oh, ey. Wenn man da drüber fährt, dann haut es einen in die Luft. Das will ich hier mal rein in diesen Wohnwagen oder wie man das nennen mag, der da links ist. Mein Radio spinnt. Gucken, ob ich es schaffe und dass es mich irgendwie hochhaut. Oh, da ist ein Tourist. Mehrere sogar. Ganz viele sogar. Den sollten wir nicht zu nahe kommen, die können explodieren tatsächlich. Rauben, das hat sich nicht gelohnt. Wo ist denn der Kasten mit der Dings da? Der ist immer ganz wichtig. Wegen der Chemikalien, Kartuschen hat jetzt keine, okay. Haben wir sonst noch was Spannendes? Rucksack. Also von den Gegenständen, die hier looten kann, wird es irgendwann mal ein bisschen eintönig. Das wiederholt sich irgendwann mal. Es sei denn, man geht mal in die höherwertigen Gebiete, so wie das hier jetzt. Da sollten immer mal bessere Mittel zukommen. So, jetzt muss ich ja gucken, dass ich da irgendwie durchkomme, ohne dass es mich hochhaut. Ja, das macht nämlich ein Fahrzeug. Aua. Vorsicht, vorbei. Bin auf der Straße. Ein bisschen, ja. Hier ist eine Marlene. Was ist das Leuchtende da hinten? Ich habe keine Ahnung. Will ich es wissen? Auf mehr Touristen. Bitte. Jetzt kommen wir in den Sumpf rein. Das ist auch eine Anomalie, diese schwebenden Steine. Sind nicht sonderlich schlimm, außer dass es halt wehtut, wenn man drauf knallt. Ich habe schon immer gefragt, ob dieser Baum selber auch eine Anomalie ist. Findet man es raus. Dann könnte ich den scannen. Aua, das tut richtig weh. Bist du eine Anomalie? Nö, bist du nicht. Ah, schnell wieder rein.
Dankeschön. Naja, so lernt man halt. Weiter geht's. Boah. Immerhin läuft die Kiste jedes Mal an. Da springt Säure rum, das ist auch nicht nett. Jetzt habe ich Straße verloren. Straße, wo bist du? Links von mir. Links von mir muss noch eine Straße sein. Da ist was. Wenn es so piepst, das bedeutet immer, dass man rutscht, weil es steil wird. Zum Beispiel. Links oder rechts? Links geht's raus. Keine einzige Sumpfkoralle war hier. Schlecht wurde alles wieder ätzend. Dann fahren wir da lang. Ah, ich bin schon mittendrin. Super. Und wir sehen auch meine Haube hat sich schon nach gelb verfärbt. Das heißt, die hat so ein bisschen einen Schlag schon. Haben wir noch richtig aufgepasst oder haben wir inzwischen einfach zu viel Schaden drauf bekommen? Gut, raus aus dem. Sackgasse, keine Einfahrt. Da können wir schon hin. Das ist, habe ich auch erst selber mühsam rausbekommen. Es gibt immer wieder hier so Geschichten, dass hier keine, zwischen dem D2 und dem Fragezeichen keine direkte Verbindung ist. Bin da oft reingefahren, habe gefragt, wie verdammt normal komme ich da hin? Weil wenn man da reinfährt, dann ist dieser gelbe Pfeil nicht da, wo man da rauskommen könnte. Das passiert erst, wenn man in dem jeweiligen Gebiet ein Portal geöffnet hat und dann durch das Portal gesprungen hat. Dann erst werden zusätzliche Wege freigeschalten. Das ist ein bisschen doof, wird auch nirgendwo richtig erklärt, aber ja. Muss man halt auf die harte Tour lernen. Ich habe bestimmt keine Ahnung, auf die in der Sackgasse war und mich gewundert habe, warum es nicht funktioniert. Jetzt kommen wir also in unser Zielgebiet, wo wir diesen einen Auftrag haben. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auftrag. Steht da rechts oben immer. Müsste klappen. Boah, ich habe noch nicht einen Raffle gemacht. Warum sagt niemand was? Lass mich mal einen Raffle reinwerfen, Mensch. So, bitteschön. Hallo, schönen Abend. Oh, es wird hell, wie schön. Mordurchgang, Rauchfelsnadeln. Ewige Stabilität, es ist mein Lieblings. Umgebung. But we'll make sure you're the first to survive. Two things to keep in mind. First, to get through the old wall, there are 5 crossing points. You need to induce the electrical grid the entire way by driving the car close enough and fast enough along the conductors. You'll see them as you go. Once you jumpstart the grid, Tobias will route the midzone power your way, but no induction, no power, no power, no crossing. Second, watch your battery gauge. You will live or die by that thing. Got it? Good. Start by connecting the power grid at the first crossing point. The controls will be up in the observation tower. Ich bin ein bisschen irritiert, was ich jetzt genau machen muss. Ich vermute mal, hier den Punkt anfahren und dann irgendwie hier lang rasen, ohne dass ich dabei drauf gehe. Dann nehmen wir aber vorher noch den Anchor Point möglicherweise mit. Wäre vielleicht nicht schlecht. Los geht's. Und sie hat gemeint, ich soll aufpassen, dass mir die Batterie dabei nicht leer geht. Sonst habe ich ein Problem. Was leuchtet denn hier so? Das ist das Portal noch von rückwärts. Jetzt habe ich eine komplett andere Umgebung. Also auch so diese Bereiche, wo dann irgendwelche Spezialaufträge sind, die du von den keine Ahnung, wie es nennen soll, bekommt, da kann es mal sein, dass die Umgebung ein bisschen anders gestaltet ist wie sonst.
Was rumpelt da? Ich mag sie, wenn sie rumpeln. Machbar. Okay, machen wir kurz Pause hier. Gut. Wir hatten gewonnen. Hauptdarkleiter, Morgoth, Jo. Punktlandung, Jo. Kam, sah und siegte, ne? Glückwunsch an euch allen. Oh, das ist eine neue Anomalie, die kenne ich noch nicht. Meine ich. Sollten wir die mal scannen? Die sollen wir scannen. Mal gucken, ob ich es hinkriege, ohne dass ich sterbe. Boah, da blitzt schon wieder. Da habe ich die schon gescannt. Ja, nein, noch nicht gescannt. Scannen mit C und zack, jetzt habe ich Teufelsmühle, heißt die. Okay. Jetzt habe ich die Anomalie Teufelsmühle gescannt und die taucht hier rechts oben in meinem Logbuch auf. Und zwar sehe ich dann hier immer... Genau. Die Einträge dazu an den gelben Punkten, die das sind, also irgendwas hat sich da geändert. Weißt du, was ein Stabteufel ist? Ja, genau. So ein kleiner Wirbelsturm. Gut, stellt dir einen Stabteufel vor, der aber mit der Kraft eines Sturms, ja, eine Sturmslinie, du müsstest den hören. Okay, ich glaube, wenn man da reingeht, dann verbrutzt das einen irgendwie. Halt, falsche Tür. Oh, ich mag den Blitz nicht, der ist mir zu nah. Komme ich da durch? Ich möchte nicht so nah am Blitz vorbeifahren. Boah. Ich schaffe es noch hier, mein Auto aufzuhalten, ohne dass ich überhaupt einen Anker erreiche. Da ist er. Da ist der erste Anker. Das ist jetzt einer von den nicht instabilen, sondern wie heißen die? Ich weiß es nicht mehr. Aber die strahlen immer ein bisschen. Ich sehe wahrscheinlich gleich, dass meine Gesundheit da ein Stück dabei abnimmt. Gleich wieder rein. Oh, es geht aber ruckzuck. So, jetzt versuchen wir mal hier ranzukommen. Gucken, ob wir dann da weiterkommen mit der ganzen Kiste. Bremse lösen. Mir was. Wo kommen die verdammten Touristen wieder her? Die waren doch gerade noch nicht da. Vorsichtig durchschummeln. Nochmal ohne Licht. Oh, viel Plasma hier. Viel Plasma. Ich bin hinhergerissen. Das Plasma anzugehen. Ich bin im Rutschen. Und komme ich dann auch? Ach du liebe Zeit. Das ist oben und ich bin unten. Da muss ich irgendwie hochkommen. Wie geht's hoch? Liebe Karte, gibst du mir irgendeinen Tipp, wie ich da hochkomme? Ich habe keine Planung, keine Idee. Was ist denn hier? Hier geht's runter, ne? Hier geht es irgendwie rein. Vielleicht ist es eine Einfahrt. Ich glaube, ich muss hier runter und dann... Ah, da unten ist die Tankstelle. Ist das, was ich gemeint habe? Ladestelle habe ich gescannt. Yay! Bin echt ein guter Scanner. Zwei Dinge auf einmal gescannt. Also ich vermute, ich muss hier hoch bei dem Turm irgendwas schalten. Dann gehen hier die Schutzböller runter. Ich glaube, wir haben einen Plan. Kleines Bäumchen über sie. Ja, ich glaube, man muss hier den ein oder anderen Kompromiss eingehen. So ist das. Geh nicht ganz ohne. Hab ich Licht an? Nee. Gut. Oh nein, mein Motor raucht. Meine Stoßstange ist auch gelb. Jetzt hier runter, bin ich da sicher? Keinen falschen Fehler machen. Nein, es geht hier nicht runter. Boah, Gott sei Dank bin ich runtergefahren. Dann wäre die Mission schon so ein bisschen zu Ende. Also komplett zurück. Rückwärts fahren, haben wir es gelandet in der Fahrschule. Ich sehe nichts.
Ich glaube, ich habe mich schon aufgehängt. Muss hier wieder hoch. Ich dachte, es zu steil wird jetzt. Man muss. Was für ein Zitat meinst du? Muss mal sein. So, jetzt muss ich irgendwie hier runterkommen, ohne dass mich irgendwas brutzelt. Die Motorhaube, die ist einem immer im Weg. Die zieht nicht richtig. Okay. Lang hier irgendwo, ne? Oh, Blitzdings. Bitte nicht blitzdingsen. Was bist du hier für eine rote Kugel? Bist du auch eine Anomalie? Ich muss mal kurz. Aua, aua. Ich muss mal kurz die Dinger scannen, die roten Kugeln. Bin ich euch? Handball, was ist das? Ressource. Kann ich euch nehmen? Roter Ballon, was haben die für eine Bedeutung? Einen aufsammeln. Also sind nicht alle Anomalien böse. Nur fast alle. Keine Ahnung. Wahrscheinlich erfahre ich dann. Habt ihr es gesehen? Es war eine Macke. Ich mache hin, Kofferraum auf und die Tür geht. Die hintere Seitentür geht auf. Das ist eine Macke. 6 Stück. Keine Ahnung, ob ich die noch brauche. Man nimmt mal mit, ne? In Bäumen, genau. So, aber. Jetzt mal schauen, ob das Ding tatsächlich hier heilt, wie ich versprochen habe. Ob es so eine Heilstation ist. Und? Nee. Schade. Normalerweise haben die da nämlich immer so einen grünen Schimmer drumherum. Das sieht, dass das alles heilt. Aber wir können mal tanken wenigstens. Nein, wir können nicht tanken, weil die Spezialversion, die hat keine Tankstelle. Oh, einmal mit Profis arbeiten. Egal. Jetzt gucken wir uns mal die Ecke an und schauen, ob wir hier oben was freischalten können und ob wir hier noch was bekommen. Das sind meine Lieblingsschränke, wenn sie schon leer geräumt sind. Das kann ich nicht aufstehen. Irgendjemand war schneller wie ich. Ah, ein Medkit, das ist auch sehr praktisch. Und das sieht man wieder, wie blöd es ist, wenn man nicht ab und zu zwischendurch mal Rucksack leer macht. Haben wir nämlich ruckzuck ein Problem und kann Dinge nicht mehr mittransportieren. Das habe ich schon in der Hand. Aber ich hoffe, das kriegt man gleich noch gebacken. Du bist immer noch kaputt, oder? Ja. Ein Medikit. Dann haben wir ein Abdichtkit. Das ist auch nicht schlecht. Ein Rad hier stapeln. Audiotape rüber. Könnte ich noch mehr rüberpacken, ob es erstmal okay, es reicht. Was ich mir jetzt aber noch gerne holen würde, ist hin des Plasma-Dingens. Das ist ja hier eine relativ harmlose Gegend, da kann nicht viel schief gehen. Hoffe ich. Jawohl, einmal Plasma immerhin. Und jetzt gucken wir hier mal auf den Turm. Da irgendwas leuchtet da oben. Zack. So, ja, der Knopf. Der Knopf hat eine Bedeutung. Der ist wahrscheinlich. Ja, genau, es ging runter.
crossing point. Use them to recharge your battery and hope they're still in working condition after all these years. Also ich soll da über Ladepunkte fahren und die wird jedes Mal meine Batterie wieder aufgeladen. Mal sehen, ob ich es raffe, ob ich es gebacken kriege oder ob ich komplett überfordert bin. Man wächst mit seinen Aufgaben, nicht wahr? Jetzt Dings, alles da hinten. Jetzt überlege ich, soll ich hier noch Dings reparieren? Macht es Sinn? Jetzt wird die Tür aufgegangen. Zack. Ich schnapp mir schnell hier ein Reparatur-Kit und versuche mal vorne mit diesem Schleim kann man dann kann man Dinge reparieren. Wenn ich das nur mache, platsch, zack. Seht ihr unten, wie diese Leiste von der Platte hochgeht und die dann halbwegs wieder okay ist. Und hier vorne genau dasselbe. Das sind die zwei Objekte, die wahrscheinlich sind auch schon ein bisschen angegriffen, aber nicht so wild. Damit kann man unterwegs dann so notdürftig wieder Dinge gerade biegen. Das Schöne ist, der eine Tank, den ich euch vorher gezeigt habe, der gibt relativ viel davon immer wieder mal raus und es ja, man sammelt dann einige mit der Zeit und kann man die einfach auch mitnehmen und das ist sehr hilfreich bei so einer Aktion. Zack. So, Klappe zu. Bin mal gespannt, ob ich Aufgabe gebacken bekomme. Ah, meine Batterie ist wieder voll. Ah, sehr gut, sehr gut. Dann hat diese Station wesentlich die Batterie geladen. Ah, stopp, 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 stopp. Ich muss noch den Dings installieren. Papa. Den Ding muss ich noch installieren, ganz wichtig. Sonst geht's nicht. Das ist eine andere Stoßstange. Stange. Machen wir den mal oben rein, ne? Zack. Die habe ich vorher mitgeschleppt schon. Die hier. Ein Limp Shield. Zack, ganz wichtig. Weil sie die Fähigkeit Limp Shield so, das ist hier drinnen. Zack, da nehme ich jetzt. Upsa. Halt, nein. Zurück. Mit der Shift-Taste machen wir das. Hoch, jawohl. Hoch, das ist die Handbremse, die brauche ich nie, die ändere ich. Limp Shield. Zack, zuweisen. Ab, zurück, zurück. Hat nicht geklappt. Ändern. Zweimal. Genau, jetzt habe ich hier links oben dieses Schild, das ich hier brauche, das ist diese Spezialstoßstange. Und damit soll es hoffentlich funktionieren. Rechts sind beide Türen offen. Meine Kiste hat eine Macke. Boah, zack, zack. Mehrere Macken. Das nervt irgendwann ab. Das ist ja irgendwie witzig. So, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau machen muss. Was ich jetzt? Shift aktivieren. Ja, ist aktiviert. Was passiert hier? Oh shit. Ich alles richtig habe. Keine Ahnung. Ich muss hier einfach nur durchfahren, oder? Okay, hier muss ich nichts machen. Ich will einfach nicht sterben. Ich glaube, ich muss einfach entlang von diesen gelben Leuchtedinger da durchfahren, dann ist gut. Oh, warum war ich beschleunigt? Ich beschleunige! Durch die Säure durch. Mag Papa nicht. Jetzt vorbei. Dr.
Tobias, how's the power routing? Well, the neighbors are complaining about the flickering lights, but I told them to light some candles and sit tight. Francis? Levels are good, holding steady. So, ich habe glaube schon ein bisschen was geschafft. Bin jetzt von 1B nach 1C unterwegs. Da ist die nächste Ladestation. Circuit complete. Keep it up, driver. Batterie voll, also nächste Runde. Runde 2. Mal gucken, ob wir es nochmal hinkriegen. Irgendwie mit dem Schild, wann ich das jetzt starten soll, das habe ich nicht so richtig kapiert. Bin ich richtig unterwegs? Wo geht's lang da? Ah, verhakt, 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 verhakt. Oh. So, da sind wir mal raus. Gut. 2A. Mir sieht meine Motor aber nicht sonderlich pralle aus. Hoffentlich überlebt dies. Okay, wo kann ich lang da lang? Das passt. Zur nächsten Haltestation muss ich dringend nochmal reparieren. Ah, hier ist nochmal Säure, verdammt. Verdammt, 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 egal. Soweit läuft es mal ganz grob. Da hinten ist ein Blitzdings. Battery Farms 1 through 3 are reporting total power drain. They're spent. How long to recharge? Could take up to a day. Oh, I got this! Schön ausweichen, aber mit weg konzentrieren. Das nächste Tor, das ist dann 2C, aber ja. Dann haben wir 2D und dann hoffe ich, dass ich da kurz reparieren darf. Ah, nicht reinfahren, nicht reinfahren. Na, die Station, jawohl. Der lädt auf, aber ich mach jetzt. Oh, shit. Total Power Loss on Stations 9 through 15. I'm on it. Oh, shit. Get that power back up. The gate at the final crossing point won't open without it. I'm rerouting power from Battery Farm 6. Easy. Reparieren, 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 reparieren. Too little and the entire array is going down. We have no choice. So, mal gucken, ob das hilft. Führen alle zu. Na, die natürlich. Eine geht immer auf. Und weiter. Wir hoffen, dass wir voll durchkommen. Auf 3. Ah, hängen geblieben. Nicht gut. Sind die Türen alle rot. Ach Gott. Mir bleibt da nichts erspart. Wir haben Tor 3B immerhin.
Battery Farm 6 core's overloaded. I mean, it's shutting down. We can't lose the remnant. I won't let it go. Nicht gut, nicht gut. Get back inside. The radiation's peaking. I've got to repair it. I'll be damned if I'm gonna let this plan fail. Oh mein Dank ist, was der sieht gerade. Nächstes Problem. Tobias, please, Tobias, come back. Im Radio haben wir eine dezente Drama. Dramaturgie, super. Nächstes Tor, hier. Ich glaube 3C. Wir haben wohl einen der Protagonisten verloren, so wie es klingt. Nicht reinrauschen. Letztes Tor. Noch eine Runde. Boah. Leute, ich kann ja nicht damit reparieren, wie es kaputt geht. Ich habe nichts mehr, okay. Letzte Runde, glaube ich zumindest. Mal schauen. Der Sprit ist was alle. Ich habe rechts ein Blatt. Ach Leute. Ach. Arbeiten. Ist da ein Licht? Oh, ist alles kaputt. Kann ich langfahren? Kann ich langfahren? Nirgendwo. Oh, nicht gut, nicht gut. Ich hoffe, das war's dann, weil viel kann ich hier nicht machen. Das mit dem Reifen ist ein größeres Problem. Vor allem, wenn es um zeitkritische Aktionen geht. Ist wieder alles rot. Kann ich da lang? Kann ich irgendwo lang? Augen zu und durch. Hoffen, dass es nicht zu hart Gülle weh tut. Okay. Francis,
you forever. So, was haben wir hier? Dann fast leer. Oh, der ist komplett kaputt. Oh, nee. Ins Fahrzeug, ist es komplett kontaminiert oder wie? Ich habe keine Ahnung. Die Tür vom Beobachtungsturm, das ist da oben. Ist der Beobachtungsturm? Ja, sieht so aus. Erreiche die stabilisierte Zugangsstraße. Stabilisierte Zugangsstraße ist immer dann ein sicherer Weg nach draußen ohne Portale oder sonst irgendwelche. Was ist denn das für gelbes Zeugs bei mir drauf? Ich habe keine Ahnung. Da kommen wir dann immer relativ entspannt. Wo bin ich denn? Ah, da hinten. Kommen wir relativ entspannt dann raus. Dürfte die Mission auch geschafft sein. Und das Portal zurück in die Werkstatt. Ich denke, wir schaffen die Mission. Yay! Oh. Nein! Es geht noch weiter. Ach Leute. Jetzt machen wir mal einen Refill rein. Ich bin einfach komplett ausgelaugt. Level und genau. Wir haben leider noch keinen neuen Trailer, deswegen muss ich heute mit Trailer packen. Passen. Wir haben einen neuen Monat und die Gewinner dürfen auch demnächst bekannt gegeben werden. Wer jetzt im letzten Monat gewonnen hat, darf nicht mehr lange dauern. Das sollte aber bald passieren. So. Gucken wir mal, was ich da machen muss. Loading, loading, loading. Ja, dieses Reparieren, das ich da gesehen habe, das ist halt so ständiger Bestandteil von dem Spiel. Je mehr Bereiche ihr hintereinander passiert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas kaputt geht. Dann habt ihr halt keinen Schutz mehr und nichts. Und auch Reifen kaputt gehen ist saublöd, weil ihr... Wie ist denn Ausgang? Nee. Weil ihr dann eben in die Misere kommt, dass ihr nicht mehr vernünftig steuern könnt. Wo bin ich denn? The entire area got scrambled in instability. I'm afraid, Tobias. I told you, didn't I? Also vermuten, dass Tobias jetzt einer von den drei Protagonisten doch gestorben ist. Wo bin ich denn? We did the best we could.
No. Da bin ich. Do not give me that. If we have, also holen wir mal die anderen Dinger. Ich denke mal, die brauchen wir, wenn wir sie nicht brauchen, haben wir sie. Sicher, sicher. Don't you dare. Mein Sprit ist fast leer. Actually, that's precisely what I did. And you'll recall the breakthrough in self-healing material that I made that year. Oh, well, good for you. I'm sure Alan would have been very proud of you using his death that way. You know what? That whole pep talk I gave you before to convince you to go through with it. That's precisely the same crap Alan would tell me all the time. It's worth the sacrifice. Stay late, don't worry about me. Finish your work, then we can start a family. Always, always you spew that crap. Oh, Ressourcenscanner. So why do you say it to me? Ressourcenscanner, können wir sehen, wo irgendwelche Ressourcen, Bonus etc. rumstehen. Der ist normal wertlos. Der hat normal nichts, kein Sprit. I gave everything for them. This is the last thing I'm holding on to for myself. Every single day I still think about how if I had left the zone when we had planned to, I wouldn't have lost Alan. Okay, da probieren wir es mal. I hoped that Lim Tech was done killing our own. I'm sorry about Tobias. So. Tobias. Aber wenn es ist Spaß, oder wie? Was? Oh, blöd. All I had. Müssen wir es auffüllen? Das hat nicht viel geholfen, Mist. Haben wir noch was? Jawohl. Glad you got through, Driver. Power on that stabilizer. I'll see you back at the garage. Das haben wir voll. Füll. Das machen wir ein bisschen mühselig, aber es passiert selten, dass wir hier Probleme bekommen vom Sprit her. Das ist ja. Das ist auch ganz fies, ist, dass ich gesundheitlich gerade ein bisschen Schaden nehme. So, jetzt haben wir es komplett leer. Mal schauen, wer immer damit kommen. Ich bin voll wieder, ich hoffe, das reicht. Ja, gut so. Die rechte Tür ist aufgegangen. Ist die Dinge schon fotografiert? Nein, noch nicht. Die Reisbus, die hab ich noch nicht gescannt, die braucht die noch. Was ist denn hier los? Lauter Metallteile? Guck mal, aber nicht gefunden, weil es mir einen Reifen verrissen hat, um Gottes Willen. Nee, bitte nicht. So, Gesundheit bei 50. Was müssen wir jetzt machen? Das soll gleich links soll der Ankerpunkt sein. Da hinten, ich sehe ihn. Ah, liegt gar nicht schlecht. Lärm. Ah, glaub's nicht. Natürlich eine komplette Hot Zone, ne? Das habe ich ein Problem. Da ist die Kugel. Da ist die Kugel. Meine Tür ist weg. Zack, und weg. Das lief jetzt aber richtig doof. Glück im Unglück bin ich noch rausgekommen. Bisschen. Weg hier. Das sind Blitzdings. Boah, die Ecke ist hier echt gefährlich. Zurück auf die Straße. Da ist nochmal so ein Dosenöffner. Die Straße war da oben, ja?
Ja, Wahnsinn. Also wo bist du da? Aces Blaster, das war jetzt echt knapp dran. Mann. Holen wir den oder gehen wir gleich zum Punkt? Wir tasten uns mal langsam vor. Ist ruhiger. Oh, angenehm. Wupp, läuft heute hierher. Ja. Aber hätten gewonnen nach Darkleiter, Jo, schon wieder, Old Man und Extreme Diox. Herzlichen Glückwunsch euch. Ich hab's voll verbummelt. Tut mir leid. Bin so hier abgetaucht. Den Augenblick. Was bin ich wieder da? Ja, meine Büchse, die ist inzwischen so richtig breit. Halleluja. Darf jetzt nicht mehr viel passieren, dann habe ich verzockt. Quer rüber. Schaffen wir das oder schmeiß mal eine Kiste dann komplett an die Wand? Ist schon weit weg noch. Na, euer Rot alles da hinten, was sonst? Böse Geräusche. Dann ist er. Und ich bitte nicht schon so wieder so eingegrenzt, sonst wäre es langsam anstrengend. Oh, haben jetzt die Säge erwischt? Nee. Boah. Haben wir nicht erwischt, aber es war auch verdammt knapp. So, besser sage ich mal. Hier auf. Den schnappen. Rein mit dir. Geht so. Oh, was kommt da raus? Böser Baum, böser Baum. So, ich muss hier irgendwie rum. Ja, die Richtung stimmt schon mal. Mundrell, schönen Abend. Grüße dich, schön, danke fürs Vorbeigucken. Bin da gerade bei meiner Kiste bei Pacific Drive komplett zu zerlegen. Es fehlt immer viel, dann bin ich fällig hier. Wie weit ist das? So weit. Ständige Veränderung ist die Welt. Was auch zum ruhigen für den Augenblick. Nur um dann gleich wieder durchzudrehen. Okay, wie kommt der Papa jetzt da hoch? Links ist rot. Das sieht mir zu steil aus. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Nee, nee, rutscht. Darf ich's? Ich habe nur noch die Dings drauf, die normalen Ersatzreifen. Die Geländereifen sind mir ja zerbrutzelt. Okay. Oh, ich fahre über Säure, verdammt. Habe ich nicht gesehen. Da, das ist das Ding, das Gerät, wo ich irgendwas machen muss. Und dann bricht wahrscheinlich die Hölle los.
Pech habe. Vielleicht habe ich auch Glück und einen stabilisierten Ausgang. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich lasse auf jeden Fall alles laufen. Ein Ding. Der ist eigentlich ganz schnuggelig, weil die haben hinten immer das Säure dran. Verdammt. Ne, ne. Der wäre normal ganz schnuggelig, weil die haben hinten einen riesen Kofferraum mit vollen Teilen drin. Aber der ist jetzt... Ich glaube, ich soll mal was futtern zwischendurch. Was breit. So, das ist jetzt auch nicht so schwer, was da jetzt gleich abgeht. Ist einfach nur den Schalter da umlegen. War nur schnell looten. Lass mal die Gesundheit noch ein bisschen hochpushen. Und los geht's. So, was passiert jetzt? Da hinten tatsächlich musste lang. Da muss ich jetzt raus, das ist mein Portal. Richtung stimmt halbwegs. In Rekordzeit, also es geht hier gleich so eine rote Wolke um mich rum. Los, wo so ein Sturm, der alles zerfrisst und ich muss dann in das Portal kommen, bevor mich dieser Sturm einholt. Jetzt geht's halt. Oh nein, 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 nein. Es geht um Zeit. Da hinten seht ihr schon, wie die rote Wolke reinkommt. Die kommen jetzt von außen langsam komplett rein. Und ich muss jetzt schaffen, innerhalb von verdammt kurzer Zeit hier herauszufinden. Und dass ich irgendwo hängen bleibe oder die Kiste komplett zerlege. Dann mal hier durch rein. Ihr seht schon, wie es da die Karte der Kreis sich langsam zuzieht. Ich könnte, es sieht gut aus. Ich glaube, das kriege ich hin. Wie ich sehen. Ja, das passt. Da muss ich jetzt rein und dann bong, zum's wie wieder zurück. Yeah! Zurück in der Werkstatt. Dash. So. Mission fertig. Mission geschafft. Welcome back. Now we know where the well is, but you're the first to step foot in the deep zone in over 15 years. And I need more time to understand Alan's suppression method. So why don't you stretch your legs and chart the deep zone while you're at it? We'll need to map a way to the well as it is. Unter den innersten Sektoren haben wir jetzt im Prinzip aufgemacht. Also die Mission war jetzt, diese komische Strommasten miteinander zu verbinden. Ja, das war ein Ausflug. Und hätte ich es jetzt irgendwie am Schluss verkackt, hätte ich die ganze Schlüsselnummer komplett von vorne machen dürfen. Im Prinzip. Das ist das Wiese dabei, ist eben roguelike. Also ich habe jetzt in dem Auftrag quasi die Stromverbindung geschaffen vom mittleren Ring zum inneren Ring. Und jetzt muss ich halt gucken, wie ich da reinkomme in den inneren Ring und dann entsprechend. Ja, da geht's halt weiter. Entsprechende Ressource, trulala, hupsasa. Und spannend. Und zwischendurch geht es halt immer darum, sein Fahrzeug zu reparieren, zu tunen, zu trulala. Wir haben hier zum Beispiel jetzt hier Ersatzreifen bei drin, die würde ich wieder gerne gegen Offroad-Reifen tauschen. Plus ein Offroad-Reifen. Und ja, das ist jetzt die Geschichte. Was ich mir eingestellt habe, das ist eigentlich ganz bequem. Man kann in den Einstellungen kann man angeben, dass ich, wenn man dann eine Mission erfolgreich abschließt, dass sich dann das Fahrzeug von alleine repariert. Genau. Ich verliere auch keine Gegenstände, wenn ich mal eine Tour fehlschlägt. Das ist mir oft passiert und das war verdammt frustrierend. Und wo ging denn das? Eins von denen ist kostenlose Reparatur bei Erfolg. Also wenn man eine Mission erfolgreich abschließt, dann wird das Auto wieder komplett repariert und das ist spart einem enorm viel Zeit, weil sonst seid ihr 20 Minuten, eine halbe Stunde nur damit beschäftigt, die Kiste wieder auf Vordermann zu bringen, sofern ihr alle Ressourcen da habt, die man so braucht. Habe ich eine Zeit lang gemacht, macht auch Spaß, aber irgendwann wird es ziemlich anstrengend. Weil wir haben jetzt immer noch genug zu tun hier, bis die nächste Runde losgehen kann. Wir haben zum Beispiel dieses komische Fax mit einer komischen Mission, da Info. Ja, mein Spanisch ist bestimmt nicht gut genug. Geht um irgendwas mit Tieren. Irgendwas hat er nicht.
sechsten Tag vom Sein Perdido. Ist das irgendein Bibelspruch? Keine Ahnung. Kennt jemand Spanisch von euch zufällig? So, so viel dazu. Was man aber auf jeden Fall immer noch machen muss, ist natürlich hier den Kofferraum auspacken. Haben wir hier. Mal gucken, ich habe hier so eine Reparaturmaschine, aber ich bin mir nicht sicher, ob die es reparieren kann. Die ist manchmal ein bisschen zickig. Manche sagen, kriegt sie repariert, aber ich glaube, wenn Blattfuß hat, das packt sie nicht. Gut, dass ich die Büchse oben ran gemacht habe. Der ist auch noch kaputt. Die muss man allerdings zwischen, da sieht man jetzt so, dass so grün leuchtet, da fängt an, die Dinger zu reparieren. Hoffentlich. Manche kann sie reparieren, manche nicht. Der hat auch einen Schaden. Das war meine normale Stoßstange, okay. Zack, die passt hier rein, hier nicht, hier passt sie rein, gut. Mal schauen, normalerweise halt sie nur den Balken. Hallo Terminator, schönen Abend. So, so viel dazu. Dann ausladen, da waren wir dran, ne? Wo? Listener, hi. Oh, gar nicht gesehen. Entschuldigung. Hallihallo, auch dir einen schönen Abend noch. Jetzt bin ich komplett blind. So, was nehmen wir raus? Die Farbe nehme ich raus. Die Rohstoffe lasse ich drin zum Überleben, außer die komischen Ballons, die weiß ich nicht, wozu ich die brauche. Das Audioband nehme ich raus. Die Dinger brauche ich auch nicht. Die nehme ich gleich in die Hand, weil alles schon wieder voll ist. Aber das ist okay. Die Medpacks, die nehme ich gerne mit, weil es kann unterwegs schief gehen. Reparaturkits sind jetzt ganz schön runtergekommen. Da muss ich aufpassen. So. Dann mache ich hier die Zahnräte hier rein. Da habe ich schon wieder alle. Ah, hier oben sind welche. Gut. Gebraucht. Farben mache ich in den Lackierschrank. Auch cool, kann ich vielleicht gleich mal zeigen, wenn ihr wollt. Das sind alles verschiedene Farben, die ich gesammelt habe. Was ist das? Ein roter Lack. Roter Lack haben wir hier schon ein bisschen was gehabt. Das ist ein gelber. Oh, wir können gelb dazu nehmen. Rot und gelb sieht ja bestimmt witzig aus. Probieren wir mal. Da kann man nämlich die Kiste umlackieren, wenn man das möchte. Hier zum Beispiel. Oh, rot und gelb. Passt doch gut. Schön stylisch, ne? Machen wir hinten auch gelb. Yay, yeah, jetzt kommt sie ja richtig. Das poppt. Und dann machen wir die Motorhaube auch noch gelb. Gut, gelb. Jetzt kommt die. Ah, die kommt richtig gut jetzt. Hübsch. Und eine Idee. So kann man die umlackieren. Da gibt es auch irgendwelche, die. Keine Ahnung, wie das funktioniert mit denen. Sprüche. Zwielichtig. Hier Streifen. Was haben wir denn doppelt? Da kommen hier die vielleicht. Habe ich die? Wie machen wir die denn ran? Hier. Motorhaube. Ah, jetzt habe ich Streifen. Die sind ja. Ah, die sind cool. Ich meine, es ist überhaupt nicht spielrelevant. Aber es ist nett. Yay. Ich weiß es gar nicht. Ja, das lasse ich drin. Gummi ist wichtig, ein bisschen Metallschrott, Plastik. Die drei Dinge sind immer essentiell, dass man von denen ein bisschen was dabei hat. Für ein paar Werkzeuge. Die anderen sind nicht so dramatisch. So, was haben wir noch? Alles mal rüber. Der ist schon so proppevoll. Aber wir haben ja mehr Schränke wie sonst was schon freigeschalten. Da tut es nicht so dramatisch weh. Konserven sind ziemlich dünn geworden jetzt. Ne? Da ist nicht mehr viel da. Das Audiolog, das packe ich immer hinten in den einen Schrank. Keine Ahnung, ob ich die hier brauche, aber dann habe ich erstmal alles zusammen. So. Dann sind wir wieder schön aufgeräumt. Da habe ich noch eine Taschenlampe. Ne, eine Fackel ist es. Und ein Staubsauger. Bleibt kaputt. So, was ich dann immer erstmal mache, ich. Hier draußen gibt es ein paar Rohstoffe. Ich habe vorher erzählt von dem Mülleimer. So, und den bedienen, dann spuckt er mir hier ein paar nette Sachen aus. Oh, Plasma, wie praktisch. Zack, zack.
Das kann man 3-4 Mal machen, dann ist er, hat er das beleidigt, dann keine Lust mehr. Oh, jetzt hat er gar keine Lust mehr, jetzt schon. Doch. Halleluja. Was ist denn das? Kommen die nochmal runter? Reparatur gibt es hier natürlich immer gerne gesehen. Ich komme bestimmt nochmal runter, ja, die bauen halt. Da liegt eine Feder rum. Es ist ein fertiges Wilder nimmer. Kommt ja. Put, 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 put. Kommt zu Papa. Kann ich eigentlich hüpfen? Ja, tatsächlich. Und? Und? Jawohl. Keine Ahnung, ob die eine Bedeutung haben. Zack. Ich sammle erstmal. So. Da ist dieser blöde Truck. Der hat irgendwie einen Bug, weil der hinten ins Regal reingeht. Und hinten im Regal spawnt jedes Mal ein Radio und ein Fernseher, die ich mir gerne auseinandernehme, weil die haben Elektronikteile und Kupferdraht drin, was jetzt nicht so geläufig ist. Im Gegensatz zu Metallschrott, kriegst du ja fast jede Ecke. Das ist der Computer. Deswegen nehme ich die mir immer gerne mit. Habe ich alles, siehst du nichts. Da war noch was. Da war noch mal was, ne? Ja. Und der spawnt und der backt halt hinten immer ins Regal rein. Total doof. Können wir noch Reifen mitnehmen, wenn man das wollte. Aber die geben normal nur Gummi und Metall, was ich eigentlich. Und sein Rad, das ist auch sehr gut. Genug habe. Vor geraumer Zeit ist mir immer mal ein PKW gespawnt mit der gepanzerten Tür. Das war viel spannender, weil es da ein paar seltene Rohstoffe für den gab. Gehen wir mal gucken, ob der noch Lust hat. Nee, hat keine Lust mehr. Erleidigt, na gut. Zahnrad. Die Ballons habe ich doch da. Ne, das sind sie. Passt. Dass wir die zusammen haben. Mit T kann man alles rüberschieben. Da gibt es ein Reparaturset, nämlich lieben gerne ins Auto, ne? Dann habe ich gesagt, Ersatzreifen. Ich brauche jetzt 3 Offroad-Reifen. 2 zum Tauschen und einen für. Oh, ich habe nicht viel Zahnräder, aber die kann ich herstellen. Einen als Ersatzrad. Pack weg damit. Den hier rausmachen. Weg damit. Einbau. Yay, so läuft es. Aber das Werkstatt, da läuft nach. Ruckzuck. Nummer 2. Upp, wo habe ich ihn? Da, okay, passt. Den hier raus. Das Problem ist, das sind halt normale Reifen mit wenig Grip. Das ist eigentlich okay, wenn man auf einer Straße unterwegs ist, aber hier, wo du auf dem Gelände bist, da merkt man dann schon einen Unterschied. War Nummer 2 und jetzt brauche ich mir noch einen dritten für als Ersatzreifen. Gleich ein Ersatzdingens mit. So. Dann sind wir hier mal ganz gut aufgesetzt, würde ich sagen. Habe ich da oben noch was drin? Nein, da haben wir es schön aufgeräumt, das ist gut. Jetzt demonstriere ich euch mal, was dieser Ding kann, dieser Verschrotter. Der macht dann nämlich wieder Rohmaterialien raus, zumindest ein paar. Dann hat man da auch nicht so viel davon rumfahren. So, der Reparierdings, der läuft noch. Gucken. Und den gibt es auch abgegradete Version, die hatte ich aber noch nicht freigeschalten. Zack. Chaotisch sieht's aus. Ganz klar mit Z kann man sortieren lassen. Jawohl. Z-Taste ist nicht dokumentiert, dann kann man das alles chronologisch oder wie auch immer sortieren, dann sieht es deutlich hübscher aus. Ganz wichtig. Was haben wir hier noch? Können wir was freischalten? Wir haben 5 korrupte Energie, jawohl. Da kann ich jetzt was freischalten. Was wollte ich denn schon immer mal haben?
Autostrauraum, das ist der. Wo kommt die jetzt her? Warte. Dann habe ich. Ah ja, klar, das habe ich mal freigeschalten. Die Kofferraumbox, die wollte ich. Da brauche ich aber noch Carbonglasfaser dafür. Das bräuchte ich jetzt, damit ich es freischalten kann. Und ich glaube, das habe ich freigeschalten. Ja, ich weiß aber nicht, was ich da an Rohstoffen brauche. Das wäre geschickt. Dann könnte man auch innen eine größere Ding mal machen. Eine größere Dings, der Dings, der Dings, der Dings. Knotenpunktstabilisator. Damit kann man irgendwie... Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Da brauche ich wieder Plasma ohne Ende. Damit kann man irgendwie den Ding gerade biegen, den Knotenpunkt, dass der sich verändert, dass stabil wird. Müssen wir mal ausprobieren, wie das tickt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist auch cool. Ringdomat, damit kann man Zeugs basteln, damit man das Auto ein bisschen aufhübschen kann. Nicht essentiell, aber vielleicht taugt was. Aber irgendwas war mir doch noch ganz wichtig. Mobile Werkbank, bin ich jetzt blöd? Ja. Ich habe doch eine mobile Werkbank. Aber fällt mir das Olympium-Fragment. Das habe ich nur nirgendwo gefunden. Oh, was wollte ich denn unbedingt machen mit dieser ganzen tollen Energie? Rücksitztank? Nö. Leckbeständige Benzintank? Nö. Also Benzin brauche ich jetzt eh nicht. So, meine Überlegung ist schon, ich habe mir den Elektromotor freigeschalten. Der läuft alleine mit Strom. Also da müsste ich dann tendenziell gucken, dass ich die Batterie noch mal ein bisschen hoch pushe. Da bin ich aber eh schon dran. Das könnte es auch. Da fällt mir ein, was ich da machen will. Die Hochleistungsbatterie, darf ich die jetzt bauen? Habe ich da jetzt genug? Batterie. Ja! Ich habe eine Hochleistungsbatterie gebaut. Was machen wir da jetzt? Kann ich die da einbauen? Schmeiß weg. Die kann ich nicht rausbauen, ne? Nö. Die auf die Rückbank. Die kann ich rausbauen. Zack. Die hat nämlich mehr Kapazität. Da gehen wir ungewitter los draußen. Und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 100. Genau, wir haben 80, das haben wir 100. Sehr gut. Die parken wir jetzt mal zwischen hier in meinem Rundteil-Dingens. Haben wir noch Platz. Na, wieder. Jetzt blöd. Ja. Jetzt will's. Irgendwie hat es gerade ein bisschen gebraucht. Könnte ich dann später noch mitverwenden, wenn ich da wirklich... Guck, was man jetzt wieder sieht, ist, durch den Wind dreht sich hier meine Mini-Turbine von der Batterie und die lädt dann vollautomatisch, was da nett ist. Der Motor, ich wollte nur gucken, was ich für einen Motor brauche. Irgendwas brauche ich noch für meinen verbesserten Motor, der wäre mir auch mal ganz wichtig. Immer noch nicht Gasflasche, ich habe noch keinen, ich weiß nicht, wo ich die Gasflaschen herbekomme. Ich erinnere mich nicht. Entweder finde ich irgendwo zwei Gasflaschen, sprich, das heißt raus nochmal und recherchieren, und Amp-Motor ist ja totale Grütze. Das ist der elektrische Motor, aber habe ich ja vorhin erwähnt, da brauche ich nur ein paar hundert Sumpfkorallen und die sind halt ganz, ganz weit innen, wo es ganz, ganz böse ist, wo es ja, so wie das, was wir gerade in der Mission gesehen haben, in der Umgebung, wo eigentlich ständig vielen Gefahren ausgesetzt wirst. Gasflasche. Also ich muss gucken, dass ich Gasflaschen noch finde. Zwei, dann kann ich mal von meinen, wie viel? 128 PS hochgehen auf 196 PS. Und weniger Sprit braucht er auch. Ja, auf jeden Fall in beiden Richtungen eine positive Geschichte. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die finde. Ich habe noch kein System dafür rausbekommen. So. Motor kann ich immer noch nicht machen. Wenn ich nur irgendwas Praktisches freischalten, war die Frage. Ich da irgendwas, das ist Spinne für mehr Stauraum. Also da habe ich immer noch mehr Möglichkeiten, wenn ich es wollte.
Real-Time ist nicht wichtig. Das hier ist mir noch nicht so klar. Wobei Magnete habe ich eh noch keine. Ich weiß gar nicht, wie ich Magnete bauen darf. Der Knotenpunkt könnte vielleicht spannend sein. Da muss ich mal. Ah, da fällt mir wieder Plasma. Also Plasma und Gasflaschen braucht der Papa unbedingt. Und noch mehr Plasma. Hätte ich es bloß. Hätte ich nur das ganze Plasma-Zeug vorher mitgenommen. Es war so viel. Ich dachte, ich brauche es nicht mehr. Da brauchen wir einen Limp-Chip und für den Limp-Chip. Was brauchen wir für einen Limp-Chip? Müssen wir mal gucken. Das ist aber nicht wichtig. Motor kann ich den einen noch freischalten. Oh, das würde sogar funktionieren. Hätte ich jetzt genügend Material, aber. Der braucht wieder dieses Olympium als Ressource, die ich noch nicht habe. Das heißt, könnte ich mir jetzt freischalten? Ich hätte noch nichts davon, aber 304 PS klingt doch gut. Und hier irgendwelches Explosivzeug, das habe ich auch noch nicht. Also sind befreit. Miniaturwerkstatt, das ist irgendwie interessant, aber da fehlen mir Olympio wieder. Ah, zu deinem schönen Abend. Na, endlich Wochenende, beziehungsweise endlich Feierabend. Schön, dass du noch vorbeiguckst. Nitro-Antrieb. Nee. Oh, mein Lazarus vorrichten. Das klingt auch interessant. Deshalb weiß ich aber noch nicht, wie das tickt. Das klingt, als ob es mich in einer Notfallsituation, wenn ich wahrscheinlich dann komplett kaputt oder breit oder sonst irgendwas bin, dass ich dann wiederbelebt werde. So klingt es für mich. Aber es ist irgendwie, die Beschreibungen sind manchmal einfach nicht eindeutig, was sie genau machen. Reifen gibt es nur bessere Power Grip Reifen, die weniger Sprit brauchen, deutlich weniger. Ja, es gewittert gerade. Kann da gleich zeigen hin. Sattelreifen, die sind auf dem Wasser gut. Also wenn man im Sumpf viel unterwegs ist, wäre das eine Option. Man kann theoretisch auch überlegen, ob man sich wirklich, wenn man oben einen großen Stauraum hat, dann einfach nochmal ein paar andere Reifentypen reinbaut und die bei Bedarf umbaut. Kurz schnell austauscht, on the fly. Hier können wir noch spezielles Zeugs für Dinge freischalten, für unsere Türen. Stangen. Mit dem Licht geht noch ein bisschen was. Verstärkter Scheinwerfer. Ich habe doch was erwähnt. Ich habe irgendwo so einen Kopf. Genau. Den Punktstrahler freigeschalten. Die Frage ist, wo kann ich den herstellen? Bei den Lampen drüben? Den hätte ich noch gerne. Licht. Flutlichter fürs Dach hätte ich auch mal machen können. Boah, Sumpfkoralle. Böse Sumpfkoralle. Sumpfkoralle. Woher kriege ich so viel Sumpfkorallen? Also ich brauche Gasflaschen, ich brauche Plasma und Sumpfkorallen ohne Ende. Das heißt, ich muss wieder in so ein richtig fieses Gebiet rein. Guck, überall ist die Sumpfkoralle. Relevant, was ist der Bioscheinwerfer? Der braucht weniger Strom, ne? Oder er hat weniger Stromverbrauch. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach, dann tausche ich. Ich glaube, ich. Obwohl? Nee. Nee, das sieht nach Seitengestell aus, irgendwie. Diese Balken in der Seite. Als ob man das dann an der Seite irgendwie montieren muss. Oder auf dem Dach. Auf dem Dach würde ich vermuten. Genau, die sollen die Dachreling demonstrieren. Ah, Fragen über Fragen. Wie so oft kann ich Zeugs schneller freischalten, wie das es. Naja. Dass ich es einbauen kann. So, es geht jetzt vorbei, ja? Sieht gut aus. Haben wir alles mal angeguckt, was man so im Prinzip zwischendurch da machen kann und muss. Speichere ich ja nochmal. Vorsichtshalber. Mach hier mal ein Backup mit. So viel dazu. Inventar, habe ich noch was? Ah, mein Ding noch gucken. Ich gucke immer noch mein Werkzeug, wie lange das noch hält. Und manche Sachen sind halt einfacher, wenn man die dort nochmal macht, weil ich da einfach mehr Ressourcen habe. Impulshammer. Die braucht auch schon wieder eine Gasflasche. Verdammt, dann brauche ich drei Gasflaschen. Egal, es hilft nichts. Die packt man dann ins Fahrzeug rein. Genau, dann kann ich die, wenn die kaputt gehen, die halten immer. Habe ich es nicht geschafft, oder? Die halten ja nicht allzu lange.
Meine, ich kenne da die verbesserte Variante zum Beispiel von dem verschrotteten Plasma-Verschrottemann, aber der braucht Plasma. Plasma und Gasflaschen, das ist mein Pläsier. So, packen wir da rein. Zack, fertig, Kofferraum zu. Haben wir alles. So. Nochmal speichern im Hauptspiel. Und dann gucken wir nochmal. Nächste Runde wenigstens. Jetzt die ganze Karte ist schon mehr oder weniger. Was ist das jetzt? Das ist ein neues Biom mit diesem Symbol. Das bedeutet vermutlich, das ist dann was, wo es neue frische Ressourcen gibt, ne? Aber jetzt ein Großteil der Karte schon, was heißt schon, inzwischen freigeschalten. Ist die Frage, wo wollen wir hin? Was hier gut ist mit der Zeit, wenn auch so gewisse Autobahnen freigeschalten, wo alles ein bisschen schneller läuft. Wie wir hier zum Beispiel sehen, gibt es hier dann einen Weg, der geht in einem Wusch zum Beispiel hier komplett hoch. Will ich da hin? Oh Gott. Das sind extreme Bedingungen und zwar nicht wenige. Wir müssen immer durch extreme Bedingungen gehen, aber stimmt, die klare Preis für die Autobahn ist tatsächlich immer, dass du durch eine extreme Bedingung musst. Hier könnte man aber dann mit zwei Aktionen hier schon reinkommen. Ist aber, wie wir hier sehen, oh, da ist wieder ein Batterieproblem. Da oben. Es ist noch eine Sackgasse, steht da oben rechts dran. Da sind aber so Linien eingezeichnet, von denen man weiterkommen könnte. Um diese Linien quasi zu aktivieren, müsste ich jetzt hier in diesem Knoten einmal das Portal aktivieren und dann werden die weiterführenden Straßen freigeschalten, dann ist die Linie quasi in der nächsten Runde befahrbar. Dann beim Portal gehe ich ja komplett runter, wieder zurück in die Werkstatt und müsste dann nochmal hoch und bei der nächsten Runde könnte ich es dann befahren. Alle bei mir. Schön kompliziert. Aber ich sehe es hier, egal wo ich da jetzt ran muss, so wenn ich in diese neue Region will, was ja im Prinzip da Auftrag ist, das mal zu erforschen, muss ich tatsächlich überall durch diese Ecke durch. Jetzt fangen wir es mal zumindest an. Ganz schaffen werden wir es halt eh nicht mehr. Aber ich schmeiße euch am besten nochmal einen Raffle rein, oder? Was haltet ihr davon? Und Mighty Tail hat abonniert. Hallo, Mighty Tail. Schönen Abend und vielen Dank dafür. Was ist mein Ding wieder ausgeschaltet? Oh, ich liebe es. Ich bin gleich soweit. Seit 8 Monaten, nicht schlecht, ist schon was. Das ist schon fast die komplette Schwangerschaft. Das ist für dich, vielen Dank. So, dann schmeiße ich nochmal einen Reffel rein. Es wird da mal wieder Zeit, oder? Werden wir hier mal aktiv werden. Haben wir schon was ausgesucht jetzt? Nee. Ecke. Boah, alles böse. Böse, böse, böse. Eins, zwei, Portal. So ein Portal, so ein Portal. Ist ein einfaches Portal. Theoretisch. Oh, das hat 3 Anomalien. Die eine ist richtig fies. Die Nummer 2, das ist ab und zu so Geschwindigkeit, die ist richtig fies. Gehen wir hier rüber besser. Hier geht es noch weiter. Das heißt, wenn man das mal offen hat, geht es noch weiter. Also versuchen wir mal hier irgendwie reinzukommen. Das macht jetzt eh nicht so viel Sinn, hier an der Karte zu diskutieren, weil wenn ich gleich losfahre, muss ich mich erst noch mal entscheiden. Aber sieht doch schön aus, das Gelb mit dem Rot, ha? Richtig pfiffig.
Müssen meine Frau fragen, ob ich es dann uns oder auch machen darf. Bin mal gespannt, was sie dazu meint. So, jetzt ist die Karte in der Version, die wir wählen dürfen. Stabiler Anker, Herzschrittmacher, Puller, das bringt mir alles nichts. Was heißt, bringt alles nichts, ist ja wurscht. Die wären spannend, halt wegen der Funkentürme. Aber das, da kommen wir heute eh nicht mehr so großartig weit. So oder so nicht. Gucken die Seepocke, das klingt ziemlich eklig. Gespenstische Dunkelheit, was ist keine zweite Chance? Bedingung sagt mir noch gar nichts. In der Dunkelheit dann ins Portal springen, das ist auch ziemlich fies. Oh, Instabilität. Na, ich glaube, das wird irgendwie, ist es mir alles zu kompliziert. Elende Entladung, da geht die Batterie runter wie blöd. Kann mich nicht entscheiden. Verräter. Was ist Verräter? Ich weiß es nicht. Da habe ich ausgewählt. Dann würde ich mal hier springen. Da. Guck mal, zu dicker Zerhacker. Teufelsmühle. Ach, die ist blöd. Moment, halt, bringt das mir überhaupt was, wenn ich da reinspringe? Ach ja, das ist schon. Ja, das ist schon so ein Gebiet. Ja, bringt mir schon was. Also, bin immer gespannt, ob ich mich mal wieder falsch entschieden habe. Wie schon mehrfach erwähnt, kann es durchaus sein, du bist eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs und dann merkst du plötzlich, dass das nicht so eine gute Entscheidung war. Oder dass irgendwas schief läuft unterwegs. Werden gewonnen. Cold Connors, Wüsschen, Jo, herzlichen Glückwunsch euch. Dieses Mal müsst ihr euch hier nicht beeilen, der Monat geht nur ein paar Tage. Ah, das ist eine reine Durchfahrt hier. Eine reine Durchfahrt mit nicht viel. Wenn wir da vorne mal kurz halten, in den gucken, wenn es nicht irgendwie kontaminiert ist. Und gut ist. Wieder Gewitter und das Schöne ist, Wind und Wasser gibt mir dann gleich wieder Strom ohne Ende. Deswegen wäre manchmal so ein Elektromotor gar keine schlechte Entscheidung. Der LKW hat ja gepanzerte Türen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hin die große Klappe. Dann raus. Ich habe zu nah geparkt. Super, das war noch ein Problem. Man kann übrigens mit F kann man das Fahrzeug ein bisschen wegkicken, wenn man Blödsinn gemacht hat. Besser. So. Wir gucken, was die große Klappe hat. Das ist immer Überraschung. Ein Elektriker-Kit. Wie gesagt, das sind immer ein bisschen bessere, hochwertigere Sachen drin, die man durchaus brauchen kann. Bald die. Der da drin. Das nehmen wir rüber, die Glühbirne nehmen wir mit rüber und den Rest lassen wir mal. Was haben wir hier noch? Hochwertiges dran. Mal Offroad-Reifen. Ist das eine gepanzerte Tür? Jawohl, die nehme ich mit. Die Glühkappe ist also ein Leuchtharz-Ding drin. Genau das rote Thermosaftkristall. Der ist relativ selten, auf den bin ich immer scharf bei den Panzertüren. Da brauchen wir im weiteren Spielverlauf eine ganze Menge, so ein bisschen ähnlich wie beim bei diesen Dingskristallen, wenn ich ein paar hundert brauche. Moment, ich habe die Tür nicht zugemacht. Hinten.
Lampe rein ist bei dem Sauwetter. So, weiter geht's. Batterie ist voll, natürlich kein Wunder bei dem Sauwetter. Es ist schön, wenn man sich mal auf schlechtes Wetter freut, oder? Schauen wir auf. Ah, das war die Hütte. Ah, da sind wieder die. Wie heißen die? Hallo? Ah, ich brauche Brechstange. Mit Kette. Was? Halt! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Warum? Danke. Guck mal, da haben wir noch mal ein Ding. Nehmen wir gerne mit. Und noch gerne hätte ich... Genau. Das ist mir noch wichtig an dem Teil. Chemikalien und die Gaskartusche, die sind ja relativ selten. Schweißbrenner. Hab ich denn? Hab ich ihn ja. Schweißbrenner war ich bisher zu geizig, um ihn da einzubauen. Man kann mit dem guten Teil auch Reparaturen machen, ähnlich wie im Reparaturkit. Das haben wir noch nie ausprobiert. Das ist schon halb kaputt, aber was soll's? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das habe ich zwei Dings zum Verbrutzeln. Das ist schon mal sehr gut. Irgendwie läuft es. Irgendwie sind da gerade jetzt schon relativ viele und viele Sachen dabei gewesen. Ist alles Glücksache. Ist halt RNG. So, der nächste Haltepunkt. Jetzt fahren wir gleich durch den Tunnel durch. Ja, hier die Hütte da hinten. Die nehmen wir uns auch noch an. Und... Das geht's. Das ist relativ ruhig, abgesehen vom Unwetter. Wenn ich einen noch verlieren. Und da ist der Tunnel. Das Auto. Wie gesagt, schaue ich immer nach den Fahrzeugen, die oben eine Reling drauf haben. Die sind immer ein bisschen attraktiver, haben immer ein Tick bessere Ressourcen. Das ist auch ein normales Auto. Ah, das ist wieder einer mit einer Heckklappe. Dass ich das Licht drin habe, wenn ich jetzt Licht ausmache, klappt ein Booster. Und was haben wir Tolles? Was ist das? Eine primitive Platte, ja, die brauche ich nicht unbedingt. Weil das ist eine, die unterste Stufe von der Platte da ist. Die kriegt man eigentlich relativ einfach hergestellt. Das können wir hier drauf knallen, genau. Hier haben wir was, hier haben wir was. Ja, es wird schon langsam voll hier. Oder war einmal Plasma mit dabei? Sehr schön. Boah, wenn es dunkel ist, ist es echt dunkel, ne? Was hast du für eine Tür? Gucken, ob man eine gepanzerte hat. Da halt hier, schade. Klappe zu. Aber die gelben Türen sind in der Dunkelheit einen Tick besser. War echt keine schlechte Entscheidung. Hallo? Ich glaube, ich habe ein Starterkit dabei zur Not. Wäre durch ein Portal des innersten Sektors zurück. Okay, das kriegen wir hin. Aber heute wahrscheinlich nicht mehr. Das würde zu lange dauern.
Alien Game. Oh, es wird hell. Es wird hell. Stimmt, 7.13 Uhr. Der Tag bricht an. Da war die eine andere Hütte. Die andere eine Hütte. Es wird hell, aber es regnet auch nicht mehr gut. Bei dem einen Mann in Lärm und Radau. Knack, knack, knack. Die Hütten haben... Oh, ich wollte gerade sagen, haben selten gutes Loot, aber... Konserven, da bin ich schon ein bisschen knapp geworden dabei. Ja. Ich kann immer mal wieder zwischendurch brauchen. Da ist ein Rucksack. Fackeln. Die kann man auch gegen Touristen werfen, dann explodieren die. Dann nehmen wir ein bisschen Elektroschrott mit. Das haben wir alles. Kontrollgang, ist noch was dahinter. Nope. Dann können wir auch schon weiter zur nächsten Station. Habe ich nicht gerade gesagt, das wird hell, es ist schon wieder so, dass ich fast Licht brauche. Aufpasst, dass man nicht zu unvorsichtig wird. So kann man sich das Fahrzeug ruinieren innerhalb von Sekunden. Also diese Zwischentransit-Dinger, die gibt es immer wieder mal. Sind natürlich ein bisschen langweilig. Abschnitt, den machen wir noch den einen. Wir haben Tag. Klar haben wir Tag. So, extreme Bedingungen. Das können eklig werden. Alien, Entladung, schneller Sturm. Eigentlich alles, was man so nicht wirklich braucht. Da haben wir ein bisschen was. Das brauchen wir nicht wirklich. Hier müssen wir raus. Muss ich aufpassen. Die interessieren mich nicht wirklich. Hier vorne könnte ich halten. Hier ist nur eine Kiste. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Ah, jetzt mach ich die Dinge aus. War doch an. Da fangen wir langsam vorbei, ob der zufällig die Plasma-Ding dahinter hat. Das würde ich dann gerne mitnehmen, ansonsten eher nicht. Oh, elektrisch wieder. Nicht gut, weil weh tut. Warten, bis es vorbei ist. Es ist manchmal schwierig, die hier vernünftig zu umfahren. Okay, die wollen nicht aufhören. Mist. Links geht's im Berg hoch, rechts geht's im Berg hoch. Sache ist hier. Was Vernünftiges finden.
wieder zu. Ein Kim, Gefahrgutschrank, den mag ich. Oh, das war eine Gasflasche, sehr schön. Eine hätten wir. Eine hätten wir. Wie viel braucht man? Ich glaube, 3. Die können wir gut verschrotten für Elektronik. Hier ist wieder den Computer. Das ist nochmal nix. Ganz an dem Arm mit. Eine Kartusche drin im Fernseher. Ist ja blöd. Das war schon gewesen, ne? Eine Gasflasche, die war wichtig, das hat sich schon mal gelohnt. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt der Nebel her? Ich höre irgendein Geräusch. Oh, das ist nochmal ein Haus. Ja klar, sind ganz viele Häuser. Ich höre irgendwas, was sich nicht gut anhört. Da hinten ist auch eine Anomalie, dieser Metallhaufen. So, die Häuser hier schenke ich mir mal, weil da nochmal, weil hier üblicherweise Durchschnittsloot drin ist, die lohnt sich nicht so. Oh, ein Entführer. Der Dings da oben, das ist so ein Rotsammler-Roboter oder Flugdings da. Wenn der mich sieht, dann will der mich mit seinem Magnet ansaugen und das... Kann ich mich wehren dagegen? Ich habe nämlich die Kiste umgebaut mit der Stoßstange da hinten. Aber es geht immer so ein bisschen Schaden halt. Das ist am besten im Ausweichen und Abhauen. Da ist wieder erst die Säure auf dem Boden. Ah, Stachelfalle, ganz gefährlich. Habe ich die Tage mal gemacht und hier Blattfüße auf einmal. Das war richtig lustig. Hier Blattfüße. Ich geflucht. Reicht der Abstand? Nein, der reicht nicht. Boah. Hier ist gar nicht so viel, ne? Außer Problem. Nochmal eine Stachelfalle. Die Ecke ist immer ganz interessant. Da gibt es nämlich... Kommt der Krach her, das ist eine Stromleitung. Die Dinger sind immer schön, die Natriumdampfleuchten, weil da kommen Gaskartuschen raus. Und hinten sind vielleicht ein paar Bleiplatten, die sind auch immer ganz nett. Die kann man brauchen für Strahlenschutz. Und hier vorne immer die hier, Bleibeschichtung. Hier oben nicht, nur die, wo so Blättchen drauf sind. Da gab es diese Bleibarren, die sind wertvoll. Die nicht. Warst du schon? Ja, das war schon. Besser wie nicht, würde ich mal behaupten. Wir sind gerne weg. Aber fahre ich hier jetzt wieder durch, dass ich um diese Ding rumkomme, um diese Blitzdingser. Das ist Nummer 1, ist ja witzig. Nee, das ist eine Rohrpost. Was war das für ein Geräusch? Nee, das ist schon wieder so ein Entführer. Bleib du mir weg, ich mag den nicht. Rohrpost ist immer schön, weil da immer ein hoppeliges Sortiment an Loot drin ist. Keine verwertbaren Lampen, schade. Da sind Lampen drin, die sind gut. Nur die leuchten, kaufen was. Da ist Kartusche. Ja, mein Verschrotter ist demnächst breit, das ist aber auch nicht wichtig. Nicht will, weil... Beginnt zu regnen, okay. Weil ich habe ja...
erst demnächst fertig. Ach Quatsch, ich was sage ich nicht. Ich habe einen Dingens im Kofferraum noch. Ne, zwei sogar. So das Elektroblitz-Dings umfahren. Mal gucken, dass der Entführer mich nicht entdeckt. Das ist noch meine Rohrpost, verdammt. Es kann auch passieren, wenn man Pech hat, dass man gerade aus dem Auto draußen ist und der Entführer in dem Augenblick das Auto registriert und einem unterm Hintern wegklaut. Dann rennt sie plötzlich eine Kiste hinterher. Nicht witzig, aber passiert. Ich will noch Abstand bleiben, das ist wie eine Stachelfalle. Da ist ein Dingens. Okay, ich hoffe, der Abstand reicht. Der ist leider kaputt schon hier. Sagt jetzt pechschwarz, egal. So, meine Blechstange ist kaputt. Chemikalien. Und noch eine Gasflasche. Yeah, wird langsam. Wie dazu. Also das eigentlich ein Spiel, das nur Vistas auch Spaß machen könnte, weil hier kannst du looten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich würde mir aber gleich schnell noch eine Brechstange basteln. Werkzeug, Brecheisen. Dankeschön. Weil die eben gerade kaputt gegangen ist. Stachelfallen hat sie ja gerade dann Fehler. Da ist wieder eine. Boah, fast nicht gesehen. Nochmal so ein Blechdingens. Das Fass hier ist übrigens ein Fass, auf dem man auch bei Bedarf wieder auftanken kann. Können wir vielleicht mal investieren. Was blitzt denn hier so? Ah, hier kommt Säure. Verdammt, ich bin über Säure gefahren. Nicht schlau. Okay, ich glaube, das müssen wir verschieben. Voll drüber. Jetzt überhaupt lang. Wir sehen auch, es hat gerade alles geblitzt von der Karosserie her. Ich habe da ein bisschen Schaden genommen. War nicht so gut. Tja. Das Häuschen haben wir schon angeguckt. Jawohl. Auf der anderen Seite. Francis. I don't know if you're listening. A while ago, you asked me why I cared so much about the remnants. It's because I saw Alan the night of the accident during the mass hallucination. Except, I'm not sure it was a hallucination. We had a tradition. When we were both working late, he'd swing by my lab for a coffee break and some. Sind so Dinge, die magnetisch an deinen Vater rangehen. Gibt's drei verschiedene Typen davon. Seconds later, diese Dinger. The gamma rays surged swept through the facility and the roof caved in. I looked for him in the aftermath. Komm ich rum. I couldn't find him anywhere because he hadn't been in my lab. He was ground zero at the accident site, miles away in the deep zone. But I saw him, touched him, smelled his cologne. He was there. There, more than a hallucination. You never reported that? Admit to Arda that I communed with my husband's ghost. When they were already looking for ways to push me out, not a chance.
I gave them my technology and my home, but I'd be goddamned before I let anything destroy my professional credibility. And this remnant? It's my last chance to know if what I saw was true, if it came from the well, or if it was all in my head. The things we spoke of, things I couldn't have made up. Never mind. I know how it sounds. Neo? Like you've seen a ghost. Keine Ahnung, was hier nicht stimmt, aber ein bisschen unruhig gerade. Haben wir irgendwas, was wir scannen können? Good news. I can replicate Alan's suppression method. We'll stand some chance of halting the gamma ray burst from the well. 30 years later, my late husband still manages to impress. Figuring out how to keep you alive once the reaction gets going, however, that's harder. But I have an idea. Francis, I need your ear. Go on. We know that as soon as the car gets to the well, the trigger will be instant. Once this remnant expends its energy, gamma radiation will erupt from the well, and the driver will be at ground zero taking the worst of it. But can we activate the gateway as soon as they make contact? That's tricky. Too early, and we may interrupt whatever reaction process the remnant carries out. Too late, and it's bad news for the driver. There's too many unknowns. Only the driver will know the right time to use it. How can you be sure they'll live long enough to make that call? The ARC device has been transmitting data every single second since it was installed. Every drop of fuel, every spark plug that car lit, I have on record. You've been running an experiment this entire time, with the driver as the guinea pig. The mere act of being alive is the biggest experiment of all, dear. Is that another one of Alan's sayings? That one's all mine. Driver, we've seen that car protect you this entire time. It's triggered a gateway in your time of need. It's ferried you back to the garage through every circumstance and obstacle and bump in the road. So we can trust that it'll protect you long enough to get you away from whatever and wherever you end up. Still sounds like a heavy dose of blind faith to me. Could be. Oh, there's one last part to this, and it's waiting for you back at the auto shop. Take your time. Enjoy the view. Ja, also irgendwas hat sie für mich vorbereitet. Wenn ich zurückkehre an der Dings da in der Werkstatt, gibt es wahrscheinlich durch die Rohrpost irgendeine Bauplan oder irgendwas. Mal gucken. Egal. Portal, nächster Abschnitt. So. Rum. So, noch rausholen, wo wir hinwollen. Nächste, wo bin ich denn? Da ist mein Fahrzeug. Ah, ich bin hier erst. Ach, die wäre schon viel weiter. Stimmt, da war dazwischen drin nochmal diese Durchfahrt, irgendwas. Hier haben wir einen Verräter mit viel Haus und viel Ressourcen. Hier haben wir extrem viele Häuser und ein paar Ressourcen. Boostwolke. Nicht erkannt. Tourist. Klebige. Also nichts, was ich. Neon-Korallenriff. Das wäre ganz witzig. Ah, hier haben wir ja auch. Okay. Investigator. Ein ätzendes Gebiet. Das ist natürlich gefährlich. Squire. Ich nehme das. Oder ich wähle mal. Das sagen wir mal so. Wobei. Das werde ich jetzt auf jeden Fall heute nicht mehr angehen. Das der macht jetzt beim Laden einen neuen Save. Kann ich es irgendwann bei Gelegenheit angehen? Na? Genau, gespeichert. Gab es ja morgen ein Patch. Ich glaube, das Icon mit dem gespeichert, das ist neu. Also, obwohl es kein Early Access ist und im Final wird es tatsächlich noch nachgepatcht. Müssen sie natürlich. Okay. Und, was sind wir da? Wohngebiet, die Sünfe, mittlerer Ring. Ist klar. Ja, da ist jetzt viel Wasser.
Verräter, ich weiß nicht, was Verräter für eine Anomalie ist. Die ist. Klingt fies. Bin schon mal durch, aber egal. Das sind noch zwei Dingens. Da kann man überlegen, ob ich die mir hole oder nicht. Eine kleine Siedlung. Und ich esse wahrscheinlich dann irgendwo in dem Sumpfgebiet diese komischen Sumpfkorallen, von denen ich viele, viele Hunde brauche. Aber sei es drum. Heute nicht mehr. Das soll es heute mal gewesen sein, um euch mal einen kleinen Einblick in das Pacific Drive zu geben. Ob es vielleicht von einer anderen was ist. Vielleicht spielt es einer oder andere ja auch schon. Das wäre auch durchaus denkbar. Also ich finde es eigentlich ganz spannend. Nur ist es für mich ein bisschen Handicap, dass man unterwegs einfach nicht safen kann. Ich habe es jetzt oft erlebt, dass ich wirklich eine lange Zeit unterwegs war und dann plötzlich eine ganz blöde Situation geschehen ist und alles für die Katz war, nicht von vorne nochmal los konnte. Gucken, ob sie da was machen oder ob das einfach das Konzept ist und fertig. Werden wir sehen. So ist es. Gut. Dann gucken wir mal, wo wir euch vielleicht hinschicken können. Ich würde mal denken, dass Pacific Drive durchaus jemand anderes noch streamt. Und nicht wer. Oh. Rocket Lemur, das wäre doch mal witzig. Die macht auch Pacific Drive, das ist ja lustig. Okay. Dann würde ich euch jetzt zu Rocket rüber schicken, wenn es für euch okay wäre. Gucken, was dann Rocket dazu meint. Gibt es schon mal einen hier, vorsichtshalber. Passt das? Lemur richtig getippt, müsste passen. Alles klar, dann schönen Dank fürs Zugucken. War schön, dass ihr mitgeguckt habt. Vielleicht habe ich euch ein bisschen was mitgeben können. Vielleicht hat einer auch entscheiden können, dass es einfach nichts für ihn ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ist nicht für jeden was. Auf jeden Fall habe ich euch wieder mal hoffentlich in ein erholsames Wochenende geschickt. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Holt euch gut, bevor es wieder zurück zur Arbeit geht. Bis dann und wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao. Jawohl, ja. Blub, blub, blub. Haben wir's. Und los geht's. Ciao.